In der ersten Szene, das ist eine Szene aus dem Spiel gegen Altach, da sieht man, Altach hat einen Einwurf und der LASK rückt sehr, sehr nahe ran. Jeder Spieler hat einen Mann und so ist man sofort im Zweikampf. Man gewinnt die Bälle und dann ist das Bestreben, dass man auch schnell umschaltet. Hier sieht man, es ist auch kein Problem, wenn man mal den Ball verliert, weil sofort wird nachgepresst. Und der LASK hat auch die Möglichkeiten dann, spielerisch was zu bewegen. Das wird man dann sehen. Sie lassen den Ball zirkulieren. Und jetzt, Altach steht an und für sich sehr gut. Der LASK hat versucht, jetzt in den letzten Sekunden sich hier durchzuspielen. Ist nicht geglückt. Und dann wird man sehen. Dann hat man noch eine andere Option, indem dass man einfach die Seite wechselt und perfekter Laufweg von Ullmann. Mhm. Als Außenverteidiger, als Außenspieler ganz vorne rein in den 16er und perfekt abgeschlossen. Ja, aber man muss sagen, Hauptaugenmerk gilt natürlich dem Pressing im gegnerischen Drittel. Ja, genau. Das macht den LASK, was jetzt das Spiel gegen den Ball anbelangt, so stark. Ja, Pressing, Pressing. Man ist ja fast geneigt zu sagen, so viel gepresst wird nicht einmal im Kreißsaal im AKH, oder? In Wien. Ja, das ist, kann man ungefähr sagen. Aber, Walter, es gibt auch Möglichkeiten, dass dieses Spiel, dieses Pressing auch überwunden werden kann. Also man läuft natürlich wie gegen Rapid auch in Gefahr. Ne? Genau. Und das ist vielleicht der Grund, warum man heuer gegen Rapid noch jedes Spiel verloren hat. Rapid hat es immer verstanden, den Ball gut zirkulieren zu lassen. Sie spielen meistens einmal berühren, maximal zweimal. Und hier sieht man dann, wie man eventuell dem LASK wehtun kann. Schnelles Spiel und Schildern hat hier abgeschlossen. Also das wäre so die Möglichkeit. Man hat hier gesehen, wenn eine Mannschaft imstande ist, mit ein, zwei Kontakten schnell zu spielen, dann hat auch mitunter der LASK seine Probleme. Besten Dank, Walter. Dankeschön. Andi, aber das ist interessant, dass das natürlich dann trotzdem so erfolgreich bis jetzt gelaufen ist in den letzten 7 Spielen, wo der LASK eben allesamt die Spiele auch für sich entscheiden konnte. Ist natürlich absolute Qualität vom LASK, eben so viele Leute rund um den Ball zu bringen, da knallhart zu attackieren, zu pressen. Aber man sieht auch trotzdem, so wie bei Rapid, du musst halt oft mit ein, zwei Kontakte spielen und nicht nur Kurzpässe spielen, sondern auch einmal mehr Raumgewinn haben. Also dass du mal einen Ball 20, 25 Meter auf die andere Seite spielst, dann muss es wieder blitzschnell gehen. So wie wir gesehen haben bei der ersten Szene, der Outeinwurf, muss ich da einwerfen. Mit ersten Kontakt Wolle blind auf die andere Seite rüber, waren zwei Spieler von Altach ganz allein frei. So kann man sich aus diesen Drucksituationen befreien. Wenn man versucht, sich da ganz klein spielerisch durchzusetzen, wird es gegen LASK sehr, sehr schwer. Aber ja, bis jetzt hat das Rapid in der Saison sehr, sehr gut verstanden und es wird interessant zu sehen, wie es heute ausgeht. Der LASK außerdem nur mit 31 Gegentoren in der bisherigen Saison, nur Salzburg weniger und damit kommt man eigentlich dann schon zum Thema Defensive und Torhüter Pavao Pervan. Ich glaube, den muss man auch hervorheben, der spielt eine bärenstarke Saison. Genau, wie alle anderen Spieler auch in diesem Kader. Pervan trägt seines dazu bei und absolut auch ein positiver Typ, ist auch als Persönlichkeit geschätzt, weil er auch immer wieder zeigt, dass er so irgendwo der Mannschaft Kraft geben kann. Und deswegen ist er Torhüter, der mir sehr, sehr gut gefällt. Er ist Kapitän, er ist Führungsspieler, er ist mittlerweile auch Publikumsliebling, Pavao Pervan. Und er ist eben auch ein Urgestein. Denn seit Jahren geht er gemeinsam mit den Schwarz-Weißen aus Linz diesen Weg, der nicht immer einfach war. Christoph Jochum hat den LASK-Torhüter dort getroffen, wo alles begonnen hat. Das Stadion in Traun. Seit 2010 hat sich hier nichts verändert. Seit diesem Tag im August, an dem Pavao Pervan sein Debüt im Trikot des LASK gibt. Für die zweite Mannschaft gegen Pasching. Fast 8 Jahre ist das her. Pervan hat sich seither enorm entwickelt. Ich war wahnsinnig selbstkritisch und ja, es hat mir nie alles an mir gepasst, nicht ansatzweise. Und ich glaube, das hat mich auch angetrieben, dass ich immer besser und besser werden will. Und ja, ich habe es immer wieder gesagt, ich war sicherlich nicht der aller Talentierteste, aber ich habe halt einen großen Willen gehabt und der hat mich dorthin gebracht, wo ich halt jetzt bin. Es folgt das Bundesliga-Debüt im Dezember 2010. Kapfenberg. Die Tribüne hält den Schneemassen nicht stand. Und auch der LASK bricht in dieser Saison in sich zusammen. Abstieg. Ein Jahr später dann der Konkurs und mittendrin Pavao Pervan, der eigentlich genießt, in der Bundesliga angekommen zu sein. Also damals habe ich wirklich nur genossen und alles nur positiv gesehen. Habe den LASK natürlich als riesengroßen Verein wahrgenommen. Dass wir dann am Ende der Saison so sang- und klanglos abgestiegen sind oder absteigen würden, das hätte mir damals nie gedacht. Für Pervan ist der zwischenzeitliche Niedergang des LASK vielleicht sogar ein Glück. Er wird die unumstrittene Nummer 1, auch wenn die Bühne damals in der Regionalliga Mitte eine kleinere ist als heute.
Bashing, ich glaube Kapfenberg Amateure, SAK Klagenfurt. Und jetzt ist Perwan einer der besten Torhüter der Bundesliga. Er spielt eine überragende Saison, ist im Herbst erstmals im Kader der Nationalmannschaft. Vor einem Jahr um diese Zeit spielt er noch in der Skygo ersten Liga. Es kann eben schnell gehen. Es ist schon kitschig, muss man schon dazu sagen. Es zeigt aber auch, dass man nie die Hoffnung verlieren soll und auch vor allem den Glauben an sich selber. Und ja, ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen Kicker, der vielleicht jetzt in dem Moment so eine ähnliche Situation durchmacht wie ich damals, auch vielleicht Hoffnung geben kann und Mut geben kann. Und jetzt Europacup. Nächstes Jahr Europa, ja, das ist schon Hammer. Ich glaube, ich kann es bis jetzt noch nicht so begreifen oder glaube es noch nicht. Ich glaube, dass mich das alles erst einholen wird, wenn dann die Saison vorbei ist und wenn ich dann auf die Tabelle schaue und wirklich sehe, was wir erreicht haben. Und wenn dann die Vorbereitungen beginnen, die Abgeordneten von der UEFA vielleicht kommen und sich hier und da mal was anschauen. Also ich glaube, das werden dann erst so die Momente sein, wo ich dann begreife, was wir als Verein eigentlich geleistet haben. Pavao Perwan und der LASK. Es ist eine gemeinsame Reise mit allen Höhen und Tiefen. Und begonnen hat sie am 27. August 2010. Hier, im Stadion in Traun. Ja, schöner Einblick, finde ich, von Pavao Perwan. Seine Gedanken. Na, ist richtig gut. Also man sieht seine Persönlichkeit. Ich meine, man sieht auch, wie schnell es gehen kann. Jetzt, ich meine, über die erste Liga, dann über die Tipico Bundesliga, nächstes Jahr spielt er Europacup. Also es ist wirklich so, dass jüngere Spieler, die da zuschauen und hoffentlich nicht nur von einem Ronaldo oder von einem Messi lernen wollen oder können, das kannst du nicht lernen, was die, sondern man muss sich vernünftige Vorbilder nehmen. Und da ist er sicherlich einer, der gezeigt hat, dass man mit harter Arbeit dann von Jahr zu Jahr besser wird und dann sich auch seine Lorbeeren verdient. Ja, wir haben herausgehört, die Vorfreude bei ihm auf die kommende Saison, auf die kommende Europacup-Saison. Und ich nehme an, die Vorfreude ist auch bei Goran Djuricin enorm auf die kommende Saison. Da spielt nämlich dann Rapid ja auch im Europacup. Und Djuricin freut sich auch, weil er seit Montag einen neuen Vertrag vorgelegt und unterschrieben bekommen hat, nämlich ein Jahr plus ein Jahr Option. Ist das ein Vertrauensbeweis, meine Herren? Ja, zumindest einmal das Vertrauen. Ein Jahr. Ja, dass man sagt, die Entwicklung, die man jetzt bei Rapid gesehen hat, oder wo man sagt, er ist verantwortlich dafür, für die sportliche Entwicklung der Mannschaft, da war man der Überzeugung, dass das ebenso gut war, dass man zumindest das nächste Jahr diese Entwicklung weitersehen will. Und deshalb denke ich auch einmal der Vertrag für ein Jahr. Und sollte sich bestätigen, dass die Mannschaft weiterhin Entwicklungsschritte macht, dann hat man auch die Möglichkeit, noch ein Jahr dran zu hängen. Andi, ist es für dich nachvollziehbar? Die Findungsphase war ja doch ein bisschen länger als ursprünglich gedacht. Für mich hat es fast ein bisschen zu lang gedauert, aber trotzdem sehe ich es ähnlich wie der Walter. Ich glaube, für den Gogo ist es jetzt extrem wichtig, das Thema ist einmal erledigt. Jetzt muss man aus den letzten Runden so viele Punkte wie möglich holen, dass man eben Ende der Meisterschaft dann positiv abschließt, dass eben bei Rapid der Druck ein bisschen genommen wird, dass man sagt, okay, im Endeffekt ist dann zum Schluss sehr, sehr gut gespielt worden und da wollen wir nächstes Jahr gleich anschließen. Und da kommt eben der entscheidende Punkt, welche Spieler verlassen den Verein. Das ist für jeden Trainer natürlich das Wichtigste. Das ist bei Salzburg so, die haben natürlich da ein Scouting und genug Geld, wo sie immer wieder richtig nachholen können und wird halt Rapid zeigen, ob sie dann da halbwegs mithalten können. Zunächst wollen wir nochmals die Personalie Djuricin unter die Lupe nehmen. Wie haben die Spieler diese Vertragsverlängerung an diesem Montag aufgenommen? Markus Klimmer hat nachgefragt. Goran Djuricin. Und? Was lange währt? Wird endlich gut. Ist das so? Im Hinblick auf die Vertragsverlängerung mit ihm. Die Verlängerung ist für die ganze Mannschaft jetzt gut. Und wir wissen, wie es nächste Saison weitergeht. Wir haben schon hier und da mal betont, dass wir uns wohlfühlen mit ihm. Wichtig ist, dass wir Kontinuität reinkriegen. Ich finde das die richtige Entscheidung. Die Leistung passt, wir fühlen uns wohl und von dem her ist es was Gutes. Einerseits. Es war sicher eine schwierige Saison für ihn. Also er hat nie die Lobby gehabt, die vielleicht der andere Trainer da mitgenommen von Anfang an gehabt hat, aber er hat sich das auch merken lassen. Denn andererseits. Welchen Gesamtpunkteschnitt, glauben Sie, holte er bislang, Goran Djuricin, seitdem er hier ist? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich tue da nicht zusammenrechnen. Ja, ich habe das, glaube ich, mitgekriegt, knapp über 1,80. 1,8, 1,85 oder sowas. 1,8 ist korrekt, ja. Im Durchschnitt ist das, glaube ich, für einen Rapid-Trainer ein guter Punkteschnitt.
Ja, und dieser Schnitt wird unter allen Rapid-Trainern in der Drei-Punkte-Ära nur von einem übertroffen. Von wem? Das sind schwierige Fragen heute. Das habe ich auch gehört, Heribert Weber. Richtig, ja? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich besser vorbereitet, wenn Sie so viel fragen. Kommt das etwa öfter vor? Denn auf Sturm Graz zuletzt waren Sie ja auch nicht so gut vorbereitet, oder? Ich war schon gut vorbereitet. Aber wir haben als Mannschaft, glaube ich, nicht die richtigen Lösungen gehabt in dem Spiel. Und das bringt den Freddy Bickel auf die Palme. Plötzlich nach einer schwierigen Saison, wie du die Chance hast, vielleicht in die Nähe des Zweiten zu kommen. Und du lässt dir nachher irgendwo den Schneid abkaufen. Dann habe ich Mühe, das wirklich zu akzeptieren und auch so anzunehmen. Das schwankt irgendwo zwischen Wahnsinn und Schwachsinn. Mit was er natürlich recht hat, ist schon, dass wir in den entscheidenden Spielen leider heuer nicht immer den besten Eindruck gemacht haben. Man muss sagen, wir sind unglücklich im Cup ausgeschieden, wo wir ins Finale wollten. Wir haben jetzt in Graz die Chance gehabt, nochmal richtig anzukommen, haben die Chance wieder nicht genützt. Ich kann mich erinnern, im Herbst nach unserer langen Serie haben wir das Heimspiel gegen Salzburg, wo wir dann vielleicht richtig durchstarten können, verlieren diese Partie zu Hause. Immer diese Schnittspiele haben wir heute heuer leider nicht für uns entschieden und deshalb laufen wir der Musik ein bisschen hinterher. Und deshalb ist es jetzt nur noch der Kampf um Platz 3. Und es heißt auch da wieder. Das ist eine absolut entscheidende Partie, weil wir wollen unter die ersten 3 rein. Ansonsten würden sämtliche Diskussionen vielleicht gleich wieder von vorn beginnen. Guter Punkteschnitt unter Djuricin und seine Vertragsverlängerung hin oder her. Jetzt haben wir viel über den Trainer von Rapid, Goran Djuricin, gehört und gesprochen. Jetzt hören wir den Trainer. Vor wenigen Augenblicken hat Jörg Kühne mit dem Rapid-Trainer gesprochen. Das bitte Warten hat ein Ende. Goran Djuricin, ist ein großes Saisonziel des Rapid-Trainers schon erreicht? Noch lange nicht, leider. Wir haben noch 4 Spiele. Sie wissen, wovon ich gesprochen habe. Ah, von der Verlängerung. Ja, natürlich. Es ist ein kleines Ziel gewesen, natürlich. Ein wichtiges auch, ich glaube, für den Verein, für die Mannschaft, für mich auch. Und bin froh darüber. Hat schon genervt, oder? Das ist Fußball, das ist normal. Spieler Platz 3, worauf kommt es an heute? Ja, ich glaube, wer mehr möchte. Vielleicht auch das Quäntchen Glück dabei sein muss. Ja, wir haben einen Spielplan heute entwickelt. Bin gespannt, was aufgeht. Ich hoffe, dass er aufgeht. Wenn er aufgeht, haben wir große Chancen. Wir wissen aber, dass uns eine Mannschaft erwartet, die sehr viel Selbstvertrauen hat. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, dass wir stark genug sind, hier 3 Punkte holen zu können. Ein interessanter Spielplan, wenn man auf die Aufstellung schaut. Was hat Schobesberg auf der Zehnerposition zu suchen? Ja, es ist so, dass in der Offensive die beiden sich abwechseln sollten, eine Staffelung haben sollten, dass wenn einer kommt, der andere tief geht. Also der Tiefgeher wird wahrscheinlich eher der Schobesberger sein. Und in der Defensive werden wir im 4-4-2 agieren und schauen wir mal, wie es funktioniert. Wer ist Ihr Favorit heute? Sie haben schon das LASK-Selbstvertrauen angerissen. Ja, Favorit, glaube ich, gibt es keinen. Chancen stehen bei 50-50. Wir haben von den letzten 6 Spielen 5 gewonnen, sie 7 hintereinander. Ich glaube, beide haben ein riesen Selbstvertrauen. Ja, und ich denke, wie gesagt, der Hungrigere wird heute gewinnen. Und vielleicht braucht man auch das Quäntchen Glück dazu heute. Mahlzeit und danke. Dankeschön. Tja, Mahlzeit. Es geht also vorerst einmal um Platz 3 und neben dem symbolischen Wert, wer sozusagen auf Stockerl der Bundesliga kommt, hat dieser Platz auch eine andere Bedeutung. Da nämlich Salzburg und Sturm im Cupfinale stehen, wird der 3. Platz, was den Beginn der internationalen Saison betrifft, von Bedeutung sein. Können wir den Blick drauf machen? Im Moment 3. der LASK und man würde erst in der 3. Quali-Runde einsteigen, das heißt am 9. August nach der 2. Meisterschaftsrunde der neuen Saison und der 4. und 5. im Moment also Rapid und Admira schon in der 2. Quali-Runde. Und da würde man schon am 26. Juli beginnen, also vor Beginn der Bundesliga-Saison 18-19. Ist das von Bedeutung? Ja, ich würde lieber in der 3. Runde einsteigen. Der Weg in die Gruppenphase ist kürzer. Zum einen hat man dann schon ein Meisterschaftsspiel in den Beinen. Also wenn man es sich aussuchen kann, 3. Ja. Deshalb wollen auch alle Dritter werden, weil eben diesmal der 3. Platz eben schon die 3. Quali-Runde bringt und nicht normalerweise der Pokalsieger, der aber eben Salzburg oder Sturm heißen wird. Sie sind live dabei, liebe Sky-Zuschauer, wenn in wenigen Minuten die 33. Runde der Tipico-Bundesliga mit dem Spiel des Aufsteigers gegen den Tabellen-4. aus dem Westen Wiens eingeläutet wird. Herzlich willkommen in der ausverkauften TGW Arena in Pasching zum Duell des LASK mit Rapid. Ein Duell, auf das sich
viele schon sehr gefreut haben, zu Recht, wie ich meine, denn hier treffen gleich zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Und wir schauen gleich mal, auf welches Personal wir heute besonders blicken müssen und dürfen beim LASK. Das ist eigentlich, so wie es zu erwarten war, keine Veränderung. Warum auch? Da läuft es ja seit Wochen herausragend beim Aufsteiger. 7 Siege in Folge. Oliver Glasner hat nur das System leicht adaptiert. 3-5-2. Zentrum soll verdichtet werden. Ansonsten die Herrschaften, die zuletzt auch in Altach schon mit 2-0 gewonnen haben und diese Siegesserie damit fortgesetzt haben. Schiedsrichter wird René Eisner sein. Rot oder schwarz? Schwarz. Okay, passt. Alles Gute. Jungs, alles Gute. Assistiert von Gerald Bauernfeind und Martin Köfler. Dorad Juricin, dessen Vertrag also um mindestens ein Jahr verlängert wurde, dann gibt es noch die Möglichkeit auf eine Option, auf ein weiteres Jahr, setzt heute auf Dejan Lubicic in der Innenverteidigung. Hat natürlich Gründe, Max Hofmann gesperrt, Galvao noch verletzt, nicht matchfit und da gehen die Alternativen dann schon langsam aber sicher aus, auch weil ja Dibon schon länger außer Gefecht ist. Da wurde kurz überlegt, Mert Müldür ins Rennen zu schicken, den U19-Teamspieler aus der Türkei, aber dann hat sich Gogo Djuricin doch für den natürlich routinierteren mittlerweile Dejan Lubicic in der Innenverteidigung entschieden. Petzos kommt neu ins Team, genauso wie Philipp Schobesberger. Bolingoli, Sie wissen das, seine Saison ist beendet. Das heißt, defensiv hat Rapid doch aktuell prominente Ausfälle. Das kann der Mannschaft von Djuricin durchaus wehtun. Aber warten wir es mal ab, wie Lubicic heute mit Sonnleitner hinten in der Abwehrzentrale agieren wird und zurechtkommen wird. Rapid ja aus den Top 3 wieder rausgeflogen durch das 2-4 gegen Sturm und weil eben der LASK von Sieg zu Sieg eilt. Auch wieder hier in Pasching. Zu Saisonbeginn noch durchaus Schwierigkeiten gehabt, den Fans immer das Optimum anzubieten. Aber mittlerweile läuft das Werkel richtig gut beim Aufsteiger. Eben auch hier in Pasching. Ja, weiß nicht, ob René Eisner jetzt anpfeifen wird, denn die Sichtverhältnisse sind nicht die allerbesten. Sie kennen die Gründe. Das ist auch nichts Neues. Also wird René Eisner noch ein bisschen zu warten, bis dann wirklich wieder hier optimale Sicht herrscht. Speziell vor dem Tor von Pavao Perwan gibt es kaum Durchblick. Er, der immer durchgespielt hat in dieser Saison, der eine Top-Abwehrquote hat, 73% der Bälle abgewehrt, die da auf ihn zukamen. 13-0 gespielt mit dem Aufsteiger. Das ist schon eine sensationelle Quote. Er, der noch die Regionalliga-Luft mit dem LASK schnupperte. Vielleicht haben Sie ja die Vorberichterstattung bei uns auch schon gesehen. Da gab es einen ganz netten Film über Pavao Perwan und ein bisschen Einblick in seine Gedankenwelt. Gheorghe Kvilitaia, das ist einer von Rapid, der Perwan gerne heute einen einschenken möchte. Die Wettervorhersage kündigt an, dass sich der Nebel im So, es wird, denke ich, jetzt möglich sein, dieses Spiel anzupfeifen. Und damit sind wir mittendrin in der 33. Runde in dieser Bundesliga-Saison. Also noch 4 Spiele zu absolvieren. Im Optimalfall 12 Punkte zu vergeben. Strebinger, der erste kleinere Patzer. James Holland, der den Ball schön reinbringt. Das war kein Abseits, das ist die erste Torchance. João Victor. 27 Sekunden hat der LASK nur gebraucht, um zum ersten Abschluss zu kommen.
Begonnen hat es mit dem nicht optimalen Abschlag von Richard Schrebinger. Und eines ist bei Rapid natürlich schon Thema, wenn Galvao und Bolingoli nicht spielen, dann rasselt der Punkteschnitt gewaltig runter, wird halbiert sogar. Von zwei Zähler pro Spiel mit den beiden auf nur einen Punkt pro Partie. Und dann eben heute, Schrebinger kommt da weit raus mit Dejan Ljubicic in der Innenverteidigung, der das in der zweiten Cup-Runde schon mal gespielt hat. Gegen Elektra bei Wiener Neustadt zwar auch da hinten agiert hat, aber in einer Fünferkette in der Regionalliga Ost durfte er das in einer Viererabwehr ein paar Mal spielen. Dejan Ljubicic. Stefan Schwab, Schobesberger. Sie kennen vermutlich die Bilanz des LASK gegen Rapid in der jüngeren Vergangenheit. Das ist keine besonders gute, vorsichtig formuliert. Da gab es nichts zu holen. Nicht nur in dieser Saison, das zieht sich auch schon durch andere Vergleiche, die aber natürlich länger zurückliegen. Also nehmen wir speziell natürlich diese Bundesliga-Saison her und da wartet der LASK noch auf einen vollen Erfolg gegen Rapid. Das ein großes Restziel noch für Oliver Glasner, für den LASK auch die Wiener zu bezwingen. Anderes ist ja schon geschafft bei den Linzern. Die Europacup-Teilnahme ist fix. Nur hinter Platz 2. Also im Optimalfall ist sogar noch die Champions League Quali möglich. In dieser Saison ist er auch der Zweitplatzierte dafür qualifiziert. Bei dieser Siegeserie der Linzer ist es zumindest nicht ausgeschlossen. Bogatetz, wie man ihn kennt, und hier in Linz bzw. in Pasching natürlich auch schätzen und lieben gelernt hat. Die Frage ist nur bei Bogatetz, geht's weiter? Einiges deutet darauf hin, dass er will, dass auch der Verein will. Spielt das hier staubtrocken, seitdem er in der Mannschaft ist. Kaum einmal ein Wackler bei Bogatetz. Aber selbiges gilt ja für die meisten anderen seiner Teamkollegen. Eine verschworene Einheit, die da auf dem Platz agiert. Kein Foul an Peter Michel. Aber der LASK kommt sofort wieder im Ballbesitz. Gegen Pressing hat wie so oft Früchte getragen im gegnerischen Drittel. Und dann wird schnell und schön kombiniert. Michel noch nicht in Schussposition, weil Thurnwald zu nahe dran war und das damit gut verteidigt hat. Ballverlust von Schobesberger. Wieder Michael, James Holland und Ullmann, der nach seinem Comeback gleich ein Tor gemacht hat. Geuginger forciert den Doppelpass und Rapid kommt da jetzt gar nicht mehr rein in die Zweikämpfe. Schau, Victor mit der Superchance aufs 1-0 für den LASK. Und das war natürlich herausragend kombiniert. Aber dann viel zu weit weg von Schau Victor. Der schaut dann nur auf den Ball und mit ein bisschen Rasenglück wäre der vielleicht sogar noch hineingesprungen ins lange Eck. Stefan Schwab mit der guten Balleroberung.
Der Pass kommt nicht, landet bei Pogatetz, Petzos. Schön gespielt für Schobesberger, der steckt durch für Quilitaia. Gernot Trauner mit gutem Stellungsspiel. Und Ecke für Rapid. Die Möglichkeit nochmal für den LASK, für João Victor. Von Murk, Schobesberger, Thurnwald. Abseits. Letztlich nach dieser Standardsituation. Sieben der letzten 8 Heimspiele hat der LASK gewinnen können. Das ist ja vorher schon mal kurz angerissen. Das war in den ersten Wochen in dieser Saison noch gar nicht so optimal, die Ausbeute in Heimspielen. Da gab es nur 3 Siege in den ersten 8 Versuchen hier in Pasching. Auch das ist ein statistischer Beleg dafür, dass sich das Team von Oliver Glasner nach und nach gesteigert hat und immer besser in Fahrt gekommen ist. Na, Thunwald, der zunächst den Ball spielt gegen Samuel Tete. Dürfte ihn dann hinterher nochmal erwischt haben. Hat zunächst nach einer Fernattacke ausgesehen. Mit dem linken hat er ihn dann noch getroffen. Mit rechts war das Tackling eigentlich durchaus sauber. Spitzelt den Ball weg und links hinten gab es noch den Kontakt, also folgerichtig auch das Foul. Und die Möglichkeit für Thomas Geuginger, mal nicht zu einem Sololauf anzusetzen, sondern eine Freistoßflanke hineinzubringen, die aber Michol mit dem linken hineinbringt. Strebinger ist gefordert. Ja, so ganz souverän war das nicht, aber ausreichend. Und dann spielt Perwan gut mit, geht ja auch überhaupt kein großes Risiko ein. Rapid über Schobesberger, der gut weggeblockt wird. Maximilian Ullmann. Jetzt beim zweiten Versuch klappt's. Sehenswerter und temporeicher Beginn hier. Petzos. Schaltet wieder schnell um. Zunächst nicht präzise von James Holland, der auch den Kopfballpass vergeigt und dann das Foul nehmen muss. Durchaus harte Attacke gegen Veton Berisha. Applaus der Besucher, weil Rapid hier diese Pressinglinie nicht mal ansatzweise überspielen kann. Ja.
Kalte, schön gemacht. Und dann kommt Ullmann nicht vorbei, fast in der zentralen Stürmerposition. Ist da der, in Anführungszeichen, Linksverteidiger aufgetaucht. Dann wird es wieder schwer für Rapid, hier spielerisch, kombinatorisch durchzukommen. Der Umweg über Strebinger. Bogatetz für Perwan. Schwab auch sofort angelaufen von Geuginger. Pezos. Schwab, jetzt hat er mal keinen Druck, kann diesen Pass spielen. Der war auch an sich ganz gut getimt für Schobesberger. Flanke landet bei Bogatetz. Nächster Versuch über Schwab, Turnwald. Sehr gut von Bogatetz gegen Quili Taya, dann das Foul von Turnwald an Peter Michel. Das sind natürlich auch Schlüsselduelle. Nicht nur dieses hier, sondern auch das Vorangegangene, wenn Rapid zu einem langen Ball gezwungen wird. Und das wird des Öfteren heute der Fall sein. Dann ist es die Aufgabe von Quili Taya, diese Kopfballduelle zu gewinnen, um Rapid da weiter im Spiel zu halten in Sachen Ballbesitz. Wird aber gegen Bogatetz keine simple Aufgabe. Beton Berischer, der mit seinem Bruder mitgelitten hat, mit Valon. Von TT. Aber doch, das könnte eine ganz, ganz enge Geschichte gewesen sein. Sieht sie da an sich gar nicht so schlecht für diese eben gesehene Situation. Hätte mir auch gedacht, dass es gleiche Höhe ist. TT, Turnwald, das linke Bein, also das war sehr knapp. Vielleicht war er den Hauch vorne mit dem Kopf. Jetzt Thomas Murk. Ja, da hätte er auch den Abschluss suchen können. War da eigentlich in einer sehr guten Schussposition schon. Thomas Murk, der ja ein großartiges Frühjahr spielt. Mittlerweile 10 Saisontore erzielt hat. Nur als Vergleich. Zuvor in 5 Saisonen insgesamt 12 Tore. Und heuer bereits 10 Volltreffer. Dazu noch jede Menge Vorlagen. Und jetzt sieht er, wie der Last wieder offensiv agiert. Jean-Victor lässt Turnwald stehen. Ja, auch Schwab hat da keine Chance, außer das Foulspiel zu begehen. Und das ist die nächste interessante Freistoßposition für den Last. Flach angespielt, unangenehm für Strebinger. Bogatetz holt den Ball wieder zurück. Ja, der Fersler geht daneben, aber auch Rapid mit dem Fehlpass. Damit weiter im Bedrängnis. Geuginger, Turnwald, diesmal besser. Im Zweikampf
kann den Ball rausführen, aber das dauert nicht lange, dieses Vergnügen. Holland im Weg und dann der Schuss von Michol und der war nicht ohne. Turnwald gegen drei, da gibt es überhaupt keine Chance für ihn. Dann muss er sich natürlich auch schneller vom Ball trennen. Denn in dieser Zone ins Dribbling reinzugehen, ist immens gefährlich. Und da war Strebinger wirklich noch dran mit den Fingerspitzen. Toller Schuss von Peter Michol, der ja auch immer besser wird. Und die Ecke jetzt ausführt. Ja, Ball landet immerhin auf dem Tordach, gibt gleich die nächste Ecke zum Erstaunen von Richard Strebinger. Aber der LASK macht hier schön Druck in dieser Anfangsphase. Schwab moniert einen Ellbogenschlag eines Gegenspielers. Und wieder die beiden, die da was aushecken. Kurze Variante, genau, dachte ich mir, Michol. Vorbei an Schobesberger, kein Problem und dann scharf in Richtung kurzes Eck. Strebinger ist dort, aber Schobesberger darf sich da natürlich auch nicht so einfach überlaufen lassen. Das war überhaupt kein Zweikampf, den er da geführt hat. Diesmal ist der Flankenball zu erwarten von Golginger. So kommt es auch zu weit für alle Beteiligten. Aber der LASK kann gleich vorne stehen bleiben. Gibt den Einwurf. Golginger mit dem Freistoß. Ja, und Strebinger. Der konnte natürlich erst im letzten Moment reagieren. Hätte auch sein können, dass Schwab diesen Ball noch gefährlich abfälscht. Jetzt auch ein Beispiel dafür, warum der LASK nicht immer so eine tolle Passquote hat. Es wird einfach sehr viel riskiert im Passspiel mit viel Tempo, speziell eben in der gegnerischen Hälfte. Und da ist es nur logisch, dass es keine überragende Passquote gibt. Aber wenn diese Bälle durchkommen, dann führt es fast immer zu einem Abschluss oder zu einer guten Möglichkeit. Wieder ein Freistoß für die Linzer. Bezos, der da auch keine Möglichkeiten mehr hatte, außer das Foul zu begehen, um noch mal reinzufinden in den Zweikampf. Schwerstarbeit für Rapid in der Defensive. Wieder Michael. Der das Kopfballduell gewonnen hat gegen Gernot Trauner, dass die Stimmung hier großartig ist, ist eigentlich schon länger nichts mehr Neues und natürlich nachvollziehbar bei dieser Entwicklung, bei diesen Erfolgen, bei der ersten Europacup-Teilnahme seit 1999, die fixiert wurde. Also da ist Oliver Glasner mit seinem Betreuerteam und mit der Mannschaft wirklich Fantastisches gelungen.
Zudem winkt ein neuer Rekord in Sachen Punkte für den Aufsteiger. Den hält bisher Altach unter Dame Kanadi, noch gar nicht so lange her. Die hatten 59 Punkte nach 36 Runden und der LASK hält schon bei 57 vor dieser Runde. Also dieser Rekord wird wohl auch noch geknackt werden. Murg, der entgegenkommt und sofort wieder attackiert wird, auch keine Chance hat, den Ball länger als eine Sekunde zu führen. Zu hoch der Pressingdruck, der vom LASK ausgeht. Und speziell die rechte Abwehrseite von Rapid hat gewaltige Probleme. Michol mit dem Rechten. Turnwald und Sonnleitner. Die beiden kommen momentan gar nicht zurecht. Zudem Thomas Murg jetzt auch nicht unbedingt einer ist, der die Defensivarbeit als Kernkompetenz angibt. Und wenn Thanos Petzos eingreifen muss, dann hat er eben des Öfteren auch Schnelligkeitsdefizite. Und deshalb spielt sich sehr viel auf der rechten Seite aus Sicht von Rapid ab, aber zumeist eben nur defensiv. Stefan Auer. Gerade noch mal ausgegangen. Schwab mit Auer. Der sieht sich Ramstl gegenüber, der den Passweg gut zumacht. Wieder kein großer Raumgewinn für Rapid. Wieder wird es eng und wieder ist der Ball weg. Technischer Fehler. Rapid kommt weiter mit dem Pressingdruck nicht zurecht. Wäre wieder mal an der Zeit für Entlastung. Turnwald. Murg. Wieder geht es ein paar Meter retour. Petzos. Der LASK wieder sauber gestaffelt hinten. Dann wird Sonnleitner wieder angelaufen. Turnwald. Sowieso Sonnleitner. Schobesberger. Aber Ball von Schwab für Murg, der ist nicht im Abseits. Und dann dauert es wieder etwas zu lange bei ihm. Schon zum zweiten Mal heute, dass er vielleicht hätte er durchaus auch einen Schuss riskieren können, auch wenn der Winkel nicht optimal war. Aber so gut ist Rapid nicht drinnen in diesem Spiel, dass hier der flotte Doppelpass mit Sicherheit aufgeht. Oder andere Varianten. Stäbinger hat etwas gezögert, aber ist sich nochmal ausgegangen. Der LASK über Geuginger. Kein perfekter Kontakt, deswegen ist der Ball weg. Dann aber wieder gut nachgearbeitet gegen Auer. Geuginger. Auch der Pass schön von Trauner für João Victor. Michol, gut gemeint, aber nicht gut gespielt. Auch wenn René Eisner ein Foulspiel erkannt hat.
Stefan Schwab, der Michael nach dem Pass noch getroffen hat. Hier Michael, der sich anbietet, den Ball fordert. Ja, und dann ist am Bildrand, haben wir es noch gesehen, Stefan Schwab, Michael noch hinten reingerannt. Ein bisschen unglücklich eher diese Situation. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es Absicht war von Schwab. So bleibt der LASK im Ballbesitz. Also hier die Dribblings in dieser Zone zu suchen, das kann fast nur daneben gehen. Hat begonnen bei Schwab, hat sich fortgesetzt bei Stefan Auer und die Linzer mit der nächsten Möglichkeit. Und vielleicht gleich die nächste Chance, der wir uns annähern. Schau Viktor mit dem Ballverlust, Schobesberger, wie weit kommt er, bindet Stefan Schwabein, der sich gut wegdreht, Berischer. Quilitaia. Ja, da draußen hat er oft keine Freude mit dem Ball. Petzos. Boah, der war nicht schlecht. Thanos Petzos. Chance ist noch da. Schobesberger mit der Ferse. Da spricht man ja oft von Verzweiflungsschüssen, wenn gar nichts läuft im Spiel. Aus dieser Distanz mal drauf zu hauen, dass das Thanos Petzos gerne macht und bin fast geneigt zu sagen, früher auch mal konnte. Das ist bekannt. Schau, Viktor ist angeschlagen, muss behandelt werden. Thanos Petzos, was für ein Hammer! Den hat er einfach perfekt getroffen. Aber zu viel mehr war Rapid bisher noch nicht in der Lage. Strafraum mehr oder weniger zum Sperrgebiet erklärt. Mal schauen, ob es bei ihm weitergeht. Zuvor Schwab, der hier das Dribbling riskiert, den Pass spielen will für Auer, der den nächsten Zweikampf verliert. DT mit der Schussgelegenheit, fackelt da nicht lange. Strebinger fährt den rechten Arm aus. Gute Reaktion, nächste Chance für den Aufsteiger hier in Führung zu gehen. Eine Führung, die natürlich verdient wäre zu diesem Zeitpunkt. Viel aktiver der LASK in allen Belangen. Sehr starkes Heimspiel bis jetzt, aber noch steht auf beiden Seiten die Null. Schau, Viktor probiert es wieder. Wieder zurückgekommen. Zu steil für Quilitaia. Ja, Thomas Molk ist noch nicht drinnen in dieser Begegnung. Luis Schaub ja nur auf der Bank vorerst. Und auch er verliert den Ball. Da darf man keine Zehntelsekunde zögern. Sollte man sowieso nicht, aber speziell nicht gegen den LASK, der in dieser Zone voll drauf geht. Und zumeist mit Erfolg. Dabei ist natürlich jeder auf dem Feld, was er zu tun hat bei den Linzern. Das ist eingespielt, das ist einstudiert, das ist kein Freistoß und kein Handspiel.
ganz anders natürlich bei Rapid. Da musste eben wieder umgestellt werden. Die Abwehr, die große Probleme hat. Das war, wenn dann, der Sixpack von Thanos Petzos. Schobesberger, der jetzt an der rechten Seite agiert. Murk in die Mitte gegangen. Könnte auch defensive Hintergründe haben. Jetzt aber der offensive Ball von Auer, der nicht gut war. Petzos. Ja, und dann auf den Ball warten. Das hat hier keinen Sinn, wie Schobesberger eben gemacht hat. Nicht entgegengekommen. Prompt natürlich hart attackiert. Wieder Frust bei Schobesberger und bei der gesamten Rapid-Mannschaft. Holland. Ja, da gibt es wieder Aufregung an der Strafraumkante. Ist Joao Victor zu Boden gegangen. Thunwald, der mittlerweile links defensiv agiert. Stefan Auer, der es rechts möglicherweise besser machen soll. Beinahe der Ballverlust von Thomas Murk. Artistisch von Stefan Schwab. Sonnleitner kommt raus, aber wieder gibt es einen Freistoß für den LASK. Wieder das selbe Szenario. Thomas Murk, der Joao Victor über den Haufen rennt. Pogadets. Gegen TT. Da war Sonnleitner dran, also gibt es die Ecke. Wieder nicht optimal verteidigt von Rapid, von Mario Sonnleitner. Dem hier der Ball aufs Knie springt, aufs linke. Das wollte er ganz anders lösen. Ein weiterer Beleg dafür, dass es überhaupt nicht läuft für Rapid bisher in diesem Spiel. Joao Victor. Ja, Berischer, und dann gibt es die nächste Ecke. Wie lang geht das noch gut für Strebinger und seine Teamkollegen? Die bereits fünfte Ecke für den LASK. Thomas Golginger ist auf dem Weg. Peter Michol natürlich an seiner Seite. Und im Zentrum Trauner, Ramsebner, Pogatetz. Aber auch Schwab.
Für Thunwald war es bisher ein unglaublich schwieriges Spiel. Kann sein, dass er an der linken Seite etwas mehr in die Partie kommen wird. Außer der Lask spielt dann jetzt auch mehr über rechts und damit über ihn. Quilitaia gegen Trauner. TT durch. Ljubicic und Sonnleitner waren sich da nicht ganz einig. Völlig harmlose Situation im Prinzip, aber Ljubicic kommt sehr spät und Sonnleitner hatte sowieso keine Möglichkeit, mit dem Tempo von TT mitzuhalten. Thunwald. Schobesberger. Aber es gibt keine Elfmeter-Reklamationen, es gibt aber dafür die Ecke für Rapid. Auch ein sauberer Zweikampf, den Ramstl geführt hat gegen Schobesberger. Der ist zu weit, der ist zu weit. Ja, viel geht weiterhin nicht bei Schobesberger, bei Murk, bei Rapid in dieser ersten Hälfte. Aber es steht weiter 0-0 und vielleicht fällt ja Goran Djuricin was ein in der Halbzeit. Was kann er weiter verändern? Wie kann er umstellen? Er könnte natürlich auch Andreas Kuhn für die linke Seite bringen. Schaub wäre eine Option. Schwab. Thomas Murk probiert es auch mal. Ja, da war der Schuss von Thanos Petzos vor einigen Minuten um einiges gefährlicher und sehenswerter. Thomas Murk, der gegen Sturm das Tor von Quilitaia vorbereitet hat, eins selbst gemacht hat und damit im Frühjahr an 10 Toren direkt beteiligt war. Bringt er noch und das ziemlich gut. Aber da war Perman in großen Nöten, aber letztlich gut gelöst. Und jetzt Ljubicic. Der klärt vor dem heranstürmenden TT. Geuginger. Ullmann. Stefan Schwab aus vollem Lauf, eine wirklich starke Flanke. Ullmann klärt per Kopf. Fünf Minuten noch in dieser ersten Hälfte. Spielverlagerung von Thanos Petzos. Schobesberger. Thunwald, Murk, Quilitaia, Tor!
Rapid geht mit 1:0 in Führung. Ich würde mal sagen, durchaus überraschend. Aber schön abgeschlossener Spielzug. Georgi Kvilitaja mit seinem 10. Saisontor. Begonnen mit der Spielverlagerung von Thanos Petzos. Guter Ball. Dann Schobesberger, der hinterlaufen wird von Thurnwald. Murg, der drüber steigt, nicht wirklich hinkommt. Und dann Kvilitaja. Eigentlich ziemlich zentral sein Abschluss. Ich denke, dass der Pogadets noch ganz leicht dran war. Und so ist da eine bisher hervorragende Leistung irgendwie auf den Kopf gestellt, ergebnistechnisch. Und die Umstellung hat sich zumindest jetzt schon mal bezahlt gemacht, bei Rapid Thurnwald auf die linke Seite zu bringen, denn der hat jetzt nicht nur ein etwas leichteres Spiel, sondern war auch direkt beteiligt an diesem Tor. Zum ersten Mal, dass Rapid wirklich reingekommen ist in den Strafraum und dann gleich der Treffer, sehr effizient also in dieser Hinsicht. Denn zuvor gab es eigentlich nur diesen Lappenkracher von Thanos Petzos aus 34 Metern Entfernung. Ansonsten war, wie auch hier, fast immer Endstation vor dem 16er von LASK. Ja, denkt mir Eisner vielleicht mal über eine Gelbe nach. Gab schon viele Fouls von Rapid und jetzt gibt es auch die erste Gelbe. Dejan Lubicic, der João Victor nicht halten kann. War übrigens das 10. Foul von Rapid. Auf der anderen Seite hat der LASK bisher nur ein Foulspiel begangen in dieser ersten Hälfte. Und das will nicht heißen, dass sie hier nicht aggressiv spielen. Die waren einfach top drinnen in dieser Partie, aber weniger top die Ausbeute. Michael Franke, James Holland, wann trifft er eigentlich? Vielleicht nimmt er sich ein Beispiel an seinem australischen Kollegen, an James Jago, der ja zuletzt gegen Rapid sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat. James Holland muss weiter warten. Heute sein 125. Bundesligaspiel. Rapid wieder auf Rang 3. Vor dieser Runde ja 2 Punkte hinter dem LASK. Jetzt hat sich das Ganze wieder zugunsten der Hütteldorfer gedreht. Und das, obwohl die erste Hälfte wirklich nicht gut war von Rapid. Aber der LASK hat zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht. Aus der Dominanz, die durchaus gegeben war. Fehler von Schobesberger. Eine Minute wird nachgespielt. Eine Minute Nachspielzeit gibt es in Halbzeit 1. Kommt auch jetzt nicht mehr zu den Möglichkeiten, die noch zu Beginn in diesem Spiel zu sehen waren. Ich würde
speziell in den ersten 15, 16 Minuten gab es Top-Möglichkeiten, viele verheißungsvolle Angriffe. Da war der Druck immens groß, der dann etwas abebbte, immer noch, aber mit einer starken Leistung der Linzer verbunden. Von Rapid kam, wie gesagt, eigentlich nur der Petzos-Knaller. Ansonsten viele Fehler, viele Probleme in der Defensive und dennoch eine 1-0-Führung. Auch so kann es gehen. Georgi Kvilitayer, der kaum zu sehen war, der nicht eingebunden war im Rapidspiel. Er war dann zur Stelle wie dann doch einmal der Ball im Strafraum zu sehen war. Das LASK Kvilitayer mit dem 1-0. Das muss der Mannschaft von Goran Djuricin natürlich den nötigen Auftrieb geben. Zum einen haben sie gesehen, dass sie defensiv zumindest eine Spur besser hineingefunden haben in den vergangenen 20 Minuten. Dass es da besser gelaufen ist, auch dank der Umstellungen. Thunwald an der linken Seite, heute wohl besser aufgehoben als auf der rechten, wo gar nichts zusammenlief im Verbund mit Mario Sondleitner. Der LASK, der sich nur die mangelnde Effizienz vorwerfen muss nach dieser ersten Hälfte, der hier nicht großartig was verändern muss. Eben höchstens an der Effizienz arbeiten sollte. Also ein Tor haben wir gesehen. Das hat Georgi Kvilitayer erzielt. Ansonsten hat der Rapid mehr Ballbesitz. Auch das ist jetzt nichts Neues beim LASK. Gewonnene Zweikämpfe, 68% bei den Linzern. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Da wird sehr aggressiv, aber sehr fair gespielt. Und alles Weitere wird dann im Studio in Wien aufgearbeitet. Von mir war es mal mit den ersten 45 Minuten. Bin dann für Sie rechtzeitig wieder zur Stelle mit der zweiten Hälfte. Bis später. Außer im Pasching, Rapid führt mit 1-0 in einer interessanten ersten Spielhälfte. Unsere Experten heißen weiterhin Walter Kogler und Andreas Herzog. Walter, wie würdest du das Gesehene einordnen? Ja, viel Aufwand für den LASK. LASK spielt eine richtig gute erste Hälfte, so wie man den LASK aus den letzten Runden kennt. Sehr aggressiv, auch immer gefährlich nach vorne hin. Rapid sehr viel beschäftigt damit, dem LASK einfach Parole zu bieten. Hatten nur ein, zwei Möglichkeiten, aber eine davon haben sie genutzt und deshalb sind sie auch zur Pause vorne. Andi, Rapid, kann man dann sagen, hat alles richtig gemacht, zumindest vom Ergebnis her bis jetzt? Ja, vom Ergebnis her passt. Ich meine, dann hat man einen lauten Schuss von Petzos gehabt, aber trotzdem ist der LASK die tonangebende Mannschaft. Rapid macht sie in einer, kommt ihnen ein bisschen entgegen, weil sie einfach, wenn sie die Bälle gewinnen im eigenen Strafraum, sie nicht entlasten können und dann irgendwie mit hinten raustrippeln wollen oder mit Kurzpassspiel rausspielen. Und da sind die Linzer halt extrem stark mit ihrem Gegenpressing. Da waren Phasen, wo die Rapidler nicht richtig sich befreien haben können. Aber jetzt nach dem Führungstreffer ist natürlich, haben die Linzer auch ein bisschen Wirkung gezeigt. Und jetzt wird man sehen, zweite Halbzeit, wie die Linzer, die werden ihr Spiel so weiterspielen und ob Rapid nicht die eine oder andere Kontermöglichkeit nutzen kann, dass sie das Auswärtssieg erreichen kann. Wir wollen uns eine interessante Grafik aus dieser ersten Spielhälfte ansehen, nämlich die Zonenverteilung, also wo sich das meiste Geschehen abgespielt hat. Und wir stellen also fest, dass das Angriffsdrittel des LASK, das ist dort, wo 36,7% betrifft. Das heißt, mit anderen Worten, in der Hälfte von Rapid haben sich fast 75 oder mehr als 75% des Spiels abgespielt. Verdeutlicht also noch einmal eigentlich das Gesehene. Ne? Ja, ganz genau. Und man sieht auch im Zweikampfverhalten der LASK ist da Rapid überlegen. Also es spielt sich sehr viel in der Hälfte von Rapid ab. Der LASK ist immer wieder dort, macht die Räume zu, gewinnt die Zweikämpfe, ist immer wieder präsent. Und wie gesagt, sie haben Überhand, was das Sportliche anbelangt, aber sie haben auch noch nicht in dieser ersten Hälfte große Chancen herausspielen können. Das ist vielleicht das, wo es beim LASK noch mangelt. Ja, es war keine zwingende Torschuss wahrscheinlich dabei, wollen uns aber zunächst den Treffer ansehen. In der 41. Minute, den bisher einzigen, wo also Rapid den Spielverlauf auf den Kopf stellt. Petzos auf Thunwald, und zwar
Turnwald, der da Schobesberger hinterläuft. Und dann steigt da, finde ich, Murg entscheidend drüber, oder? Weil sonst wäre Quilitaia nicht zum Abschluss gekommen. Ja, aber es ist so, wie wir vor dem Spiel gesagt haben. Spielverlagerung, dann überläuft Turnwald, man hat eine 2-gegen-1-Situation. Wird der Ball in Strafraum gespielt, wo die Linz eigentlich eine Überzahl haben. Aber jetzt durch das Drübersteigen von Murg entsteht natürlich für die Verteidiger irgendwie eine unvorhergesehene Notaktion. Und da ist der Quilitaia, also ein Mittelstürmer, ein Torjäger. Du schätzt schon, ihn? Ich schätze ihn extrem hoch, auch wenn er in der Saison schon viele Möglichkeiten teilweise stümperhaft vergeben hat, aber er braucht einfach selbst so dran wie jeder Stürmer, dann macht er in Österreich seine Tore, keine Frage. Und das hat er hier unter Beweis gestellt. Aber das war so, wie es wir vor dem Spiel gesagt haben, so muss Rapid spielen. Einfach nicht kurz auf engen Raum, wo die Linzer ins Pressing kommen, sondern muss das einfach rennen lassen. Mehr Raumgewinn bei den Pässen haben, so ist das 1:0 entstanden. Und das wird die große Möglichkeit auch für Rapid in der zweiten Halbzeit. Ja, aber die ersten 30 Minuten war das nicht der Fall. Aktuell also Rapid wieder auf Platz 3, bedeutet ja späterer Einstieg in die kommende Europacup-Saison, dann erst im August. Vierter, also wäre im Moment der LASK und der große Sieger dann Sturm, obwohl die gerade erst morgen spielen, weil Platz 2 abgesichert bleibt. Wir wollen nach Pasching gehen, in die TGW-Arena. Dort ist der sportliche Berater der Linzer jetzt live bei Jörg Kühne. Gibt einiges zu besprechen, nicht nur was das heutige Spiel betrifft. Ja, der LASK komplett überlegen in dieser Partie und Rapid führt, Jürgen Werner. Was hat denn dieses Spiel bisher für eine komische Charakteristik? Ja, ich glaube, der Andi hat es ganz richtig gesagt. Der Quilitaia ist immer gefährlich, den darf man nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Das haben wir in der Sekunde. Aber ich glaube, unsere Jungs machen es wirklich wieder sehr, sehr gut. Die machen die Räume eng, die rennen, die laufen, die machen den Gegner müde, bis die den Ball hoch nach vorne spielen müssen. Und dort sind Ramsebner und Bogardet zum Trauen eine Macht. Und so ist auch unsere Überlegenheit zu erklären. Leider haben wir bis auf den Schuss vom Tete und die Annäherung vom Joao Victor haben wir keine klare Torschance ausspielen können. Aber ich hoffe, das kommt nur zweite Hälfte. Wie lange wird denn hier noch mit Oliver Glasner als Trainer geplant? Er hat einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben, also wir planen noch lange mit ihm. Ist dieser Vierjahresvertrag, Jürgen Werner, auch mit einer Ausstiegsklausel versehen? Ja, es gibt für beide Seiten Szenarien, wo man aussteigen kann, aber das wird in dem Sommer nicht passieren. Das wird in diesem Sommer definitiv nicht passieren? Das wird in dem Sommer definitiv nicht passieren. Das heißt, das Thema Salzburg und Oliver Glasner ist vom Tisch. Können wir sie da festnageln? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das naheliegend ist, wenn der Trainer Rose mit anderen Clubs in Verbindung gebracht wird, dass dann der Name Glasner fällt. Der Oli hat hier tolle Arbeit geleistet. Aber ich glaube, er ist noch nicht fertig damit und daher können wir es für den Sommer streichen. Jetzt haben ja auch die Spieler teilweise langfristige Verträge, aber Ullmann, Geuginger, vor allem Michol, der hat nicht so einen langfristigen Vertrag. Wie sind die hier zu halten? Was glauben Sie? Das haben wir immer gesagt, wir sind ein Verein in Österreich, der gerade aufgestiegen ist und jetzt dort in der Ligaspitze mitmischt. Wenn Angebote aus den vier großen Ländern kommen, werden wir uns wahrscheinlich nicht wehren können, weil das schon von den Gehältern und dann hoffentlich auch für die Ablösen, für die Spieler und für den LASK interessant sind. Geldmäßig müssen wir nicht verkaufen, aber ich habe immer gesagt, ich war selber Spieler und man kann das den Spielern nicht verwehren, wenn sie die steigern können. Aber durch die langfristigen Verträge haben wir zumindest die Möglichkeit, dass wir den Preis bestimmen. Wieso wollen Sie teammäßig dann vielleicht nicht verkaufen? Man hat natürlich die Chance auf die Europa-League-Gruppenphase. Ja, ich glaube, Altach hat es im Vorjahr bewiesen, dass man die Chance hat. Daher wollen wir ganz, ganz wenig verändern, wenn es möglich ist. Also wir wollen alle halten, vom Trainer bis zur Nummer 11. Ob es gelingt, wird man sehen. Gehen wir zurück zum Spiel. Welche Wichtigkeit hat denn das Ganze? Und wie sehen Sie die zweite Hälfte vor sich? Na, ich glaube, unser Trainer hat es ganz richtig gesagt. Alles, was jetzt kommt, ist die Sahne auf dem Kaffee. Aber der Kaffee schmeckt jetzt schon sehr gut. Also bei uns, wir sehen es wirklich locker. Ich glaube, das sagt immer jeder, aber in dem Fall ist es wirklich wahr. Wenn wir Vierter werden, ist eine sensationelle Saison. Wir haben jetzt 35 Punkte im Frühjahr geholt. Salzburg hat 34 gemacht. Also wenn man das vorher gesagt hätte, ich hätte es keinem Menschen geglaubt. Dann sage ich Jürgen Werner, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Rett uns zu euch, Martin. Ja, danke. Jürgen Werner hat gesprochen und alle Interessenten an LASK, Spielern oder Trainer, ob der Nummer 12 jetzt interessant, oder? Kann man das jetzt so festhalten? Aber klar ausgesprochen, oder? Na gut, gut gemacht. Also natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen und wenn du erfolgreich bist, dass da andere Vereine anklopfen. Aber ich denke auch, dass der LASK
noch nicht am Ende ist. Also man baut ein neues Stadion und dann muss man schon schauen, dass man die Saison nächstes Jahr noch mal bestätigen kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen toppen kann, das wird umso schwerer, aber wichtige Spieler muss man behalten können, sonst wird es natürlich nächstes Jahr schwerer. Ja, sollte möglich sein, oder? Nein, hundertprozentig. Und der Jürgen weiß das sehr gut einzuschätzen. Also er war ja auch oder jahrelang auch Spielerberater und ist auf diesem, ich glaube, er ist es noch. Ja, auf diesem Feld tätig. Also er weiß ganz genau, wie die Spieler ticken, wie die Vereine ticken und was es auch benötigt, um einen Verein so wie den LASK weiterzubringen. Also ich glaube, da hat er sehr, sehr viel Erfahrung. Natürlich kannst du ein, zwei Spieler hergeben, wenn ich schon wen in der Hinterhand habe, wo ich ähnlich planen kann, ist ja alles legitim. Fahrlässig wäre es halt nur, wenn du erfolgreich bist, verkaufst zwei, drei gute Spieler und hast nicht einen ähnlichen Typen in der Hinterhand. Das wäre natürlich nicht gut, aber das wird es beim LASK nicht spielen. Na, kommen wir zurück aber zum Spiel in dieser ersten Spielhälfte, wo der LASK, wie wir schon mehrfach betont haben, dominant aufgetreten ist und auch Schüsse und Halbchancen gehabt hat. Zum Beispiel gleich einmal in der sechsten Minute. Schöne Aktion, die eigentlich auch der Ausgangspunkt war, dass Rapid kaum an den Ball kommt. Geuginger, der Versuch. Und dann Ranftl mit dem direkten Zuspiel auf Joao Victor. Ja, knapp am Tor vorbei. Ja, gute Anfangsphase. Das sieht man genau, was den LASK ausmacht. Auch wenn einige Bälle nicht ankommen, aber sie erkämpfen sich immer wieder den Ball und dadurch öffnen sich da auch immer wieder Räume. Und da in dieser Situation hat nicht sehr viel gefehlt. Genau. Den Rasen haben wir auch getestet. Also der Greenkeeper könnte da noch ein bisschen, glaube ich, zulegen. 16. Minute, interessante Situation. Freistoß für den LASK. Geuginger, Strebinger mit dem Fuß. Andreas und dann typisches Spiel des LASK, man bleibt dran. Stichwort Rapid mit Thurnwald kommt nicht raus. Ja, also da sieht man, wie viel Power und Kraft die Linzer erste Halbzeit aufgebracht haben. Aber jetzt ist so eine Situation eben. Und das geht jetzt nicht. Man sieht, dass da drei, vier Spieler einen Ball jagen. Da muss ich als Rapid-Abwehr auch schnell nach vorne sprinten. Das ist ein Umschaltverhalten. Da stehen fünf Spieler hinten am Strafraum, schauen den Thurnwald zu, wie er den Ball rausführt. Der darf natürlich nie und nimmer so lange den Ball führen, muss viel schneller nach vorne spielen können. Da ist einfach das war natürlich dann die Anschlusssituation. Aber von LASK gut gemacht, weil man ihn presst, nicht? Also das muss man auch keine so Frage, aber das ist eben das, was Rapid vermeiden muss. Und dann sieht man eben, was nachher passiert. Super Schuss von Michael, geht knapp daneben, gehalten von Strebinger. Das ist genau das, was der LASK haben will. Also hinten beim Rausspielen lasst euch Zeit, dann fressen wir euch, weil dann gewinnen wir jeden Zweikampf und wir sind gleich wieder in Strafraum. Und das war die ersten 25 Minuten extrem. Aber wird es das jetzt auch noch in der zweiten Hälfte gehen? Ich meine, Rapid führt ja mit 1-0. Ja, wird der Spielverlauf jetzt etwas ändern? Glaubst du an der Spielanlage? Glaube ich nicht. Wenn es Rapid schafft jetzt, und sie werden vielleicht in der Offensive noch mehr Räume bekommen, weil der LASK noch weiter vorne wird versuchen zu attackieren, da wird es darauf ankommen, wie gut Rapid dann im Umschaltspiel ist. Was man jetzt gesehen hat, dass vielleicht in der ersten Hälfte zu zaghaft war, des Öfteren. Wenn sie das in der zweiten Hälfte schaffen, dann haben sie durchaus die Möglichkeit, da auch nach vorne hin was zu bewegen. Ja, wir sehen, dass die Spieler bereits Retour in der TGW Arena in Pasching, Goran Djuricin. Da hat sich dann doch gern dabei gewesen in der Halbzeit in der Kabine bei Rapid und hätte ihm zugehört, was er da seinen Spielern gesagt hat. Denn natürlich für seine Mannschaft mit 1-0, aber die Leistung war über weite Strecken eher ernüchternd. Aber es reicht eben zur Führung durch das Tor von Georgi Kvilitayer, der eiskalt zugeschlagen hat, der Effizienz bewiesen hat. Die Effizienz, die der LASK noch nicht an den Tag gelegt hat. Zweite Hälfte kann losgehen und ja, Rapid macht es wie Marseille. Könnte ein neuer Trend werden im europäischen Fußball, den Ball nach dem Anstoß absichtlich ins Seitenaus jagen, um dann drauf zu pressen beim Einwurf des Gegners. Und das hat sich schon mal bezahlt gemacht für Stefan Schwab, der dann allerdings den Ball gleich wieder verliert. Und so begleiten wir den LASK und Joao Victor. Gegenauer. Ullmann in Flankenposition. Will aber näher zur Grundlinie. Das gelingt nicht wirklich. Der Trick nicht aufgegangen bei Maximilian Ullmann, der vor ein paar Jahren auch noch, oder auch schon, muss man eigentlich sagen, in der Regionalliga mit dabei war, mit dem LASK als ganz junger Akteur. Offensive, 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 offensive.
keine personellen Veränderungen. Da hat ja Goran Djuricin schon in der ersten Hälfte umgestellt. Hat Thunwald auf die linke Seite gestellt, Auer auf die rechte. Das war auch prinzipiell eine gute Idee, defensiver in Natur und offensiv hat es dann auch Früchte getragen, weil Thunwald stark beteiligt war am Führungstor. Thanos Bezos, das war ein feiner Hammer von ihm in der ersten Hälfte. TT, Schwab, Schobesberger. Gut geklärt von Trauner, direkt auf TT und dann Sonnleitner mit Problemen gegen João Victor. Eisner wartet den Vorteil ab und hat dann natürlich das Foulspiel von Mario Sonnleitner erkannt. Gerner Trauner, Ramsebner, Vito bei Geuginger, jetzt kann er mal mit Tempo mit dem Ball was anstellen und dann nicht voll erwischt. Sicher eines der, damit man nicht der Tore in dieser Saison, jenes von Thomas Gorginger gegen die Wiener Austria, dieses unwiderstehliche Solo. Wir haben noch viel vor mit Ihnen heute Abend, wenn Sie den möchten. Austria Admira, Mattersburg Alltag, St. Pölten gegen den WAC, entweder die Einzeloption oder die Konferenz für Sie. Bevor dann morgen mit Salzburg gegen Sturm diese Runde abgeschlossen wird. Und wir dann wieder einiges mehr wissen, wie es aussieht im Kampf um den dritten, vierten, irgendwo auch zweiten Platz, der vielleicht kein großer Kampf mehr wird. Der Titelkampf ja schon länger per se. Nicht durch. Zweite Chance für ihn. Schön durchgespielt, aber die Abseitsstellung war dann gegeben. Peter Michel. Der nicht gesehen hat, dass die Rapid-Abwehr ausgerückt ist mit Sonnleitner. Thomas Murk, an ihm läuft dieses Spiel weiter vorbei. Dann geht Thunwald kein großes Passrisiko ein, zudem ein Teamkollege an der Mittellinie verletzt oder angeschlagen, auf dem Rasen liegend.
Ljubicic. Und das ist natürlich eine Position, die sehr wichtig ist für Rapid in dieser Phase, dass da nicht noch einer ausfällt. Max Hofmann kommt dann in der nächsten Runde wieder zurück, wenn es gegen Rapid daheim geht. Gegen Veto Berisha kann man durchaus als Foulspiel werten. Schöner Bodycheck von Pogatetz, der also zum Freistoß für Rapid führt. Thomas Murk. Sichere Abwehr von Pavao Perman Schobesberger. Schöne Passidee. Der kommt an für Veton Berisha. Berisha legt nochmal quer. Quilitaia. Da ist Stefan Schwab. Der schießt lieber mit links. Verlagert nochmal das Spiel. Murk. Interessant, dass er dann mit dem rechten abschließt. Wäre auch schon mit dem linken nach dem ersten Haken in einer eigentlich besseren Schussposition gewesen. Bezos. Zumindest kann sich da Rapid jetzt mal gut festsetzen. Der war dann zu steil gespielt für Thomas Murk von Stefan Schwab. Sie sehen die Alternativen, die Oliver Glasner noch zur Verfügung hat. Hollands. Dann wird TT gut verteidigt von Ljubicic. Also ganz so schwungvoll ist der Beginn dieser Hälfte dem LASK nicht gelungen, wie noch jener in der ersten Hälfte. Das war ein harter Einstieg von Quilitaia gegen Ranftl. Und das gibt auch folgerichtig die Gelbe für ihn. Das ist allerdings eine eher blöde für ihn, für den Georgier, denn es ist die fünfte in der laufenden Saison. Sie wissen, was das bedeutet. Er verpasst das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg. Hätte sich schenken können, speziell mit dem rechten Fuß. Da noch so nachgearbeitet, dass es dann gelb geben muss. In einer Zone, in der es überhaupt nicht notwendig war. Und natürlich wissen die Spieler, wie viele gelbe Karten sie schon kassiert haben. Ich denke, auch deshalb war der Ärger jetzt so groß bei Quilitaia, weil er weiß, dass er in seinem stimmungsvollen Spiel, ein Spiel, für das schon mehr als 20.000 Karten verkauft wurden, nicht mit dabei sein kann. Thunwald kann hoffentlich bald wieder dabei sein. Unangenehm der Zweikampf gegen Ranftl. Ist ja nicht nur Quilitaia vorbelastet gewesen. Auch Murk, Schwab und Sonnleitner müssen aufpassen, auch sie würden bei der nächsten Gelben gegen Salzburg ausfallen. Hollands, Geuginger, Michorn, Ullmann, schön läuft der Ball und dann Michorn, dessen Schuss blockiert wird. Somit gibt's nur die Ecke nach einem durchaus temporeichen und guten Angriff der Linzer. Peter Michel.
Torbücher. 9 Saisontore. Bereits 5 Torvorlagen. Kommt jetzt die 6. Nein. Vorerst mal nicht. James Holland kommt auch nicht mehr an den Ball. Es gibt Abstoß. Sind hier im Leifort in der TGW Arena in Pasching ausverkauft. Weiterhin sehr gute Stimmung. Auch wenn das Heimpublikum sieht, dass Rapid in dieser zweiten Hälfte doch eine Spur besser verteidigt. Dass der LASK jetzt größere Schwierigkeiten hat. Mit Tempo, mit Elan, mit Power in die Nähe von Strebinger zu kommen. Guter Ball, aber Michael wird auch gut verteidigt von Sonnleitner. Zwar am Rand eines Foulspiels, aber fair gelöst. Und ein wichtiger Zweikampf, den er da gewonnen hat. Schobesberger, der hier nachlässig agiert, den Ball verliert. Das führt dem LASK etwas mehr Räume als zuvor in den Minuten. Rapid war schnell wieder hinten, sortiert. Lubicic kann klären. Kein großes Problem entstanden nach dem Ballverlust von Schobesberger. Wieder aufmerksam von Sonnleitner. Michael mit TT. Michael, boah, den nimmt er direkt und das war auch eine super Idee, weil niemand mitgelaufen war. Das Zentrum verweist, der Winkel sehr schwierig und dennoch ein starker Abschluss. Schön gespielt, sehr gut gemacht von Michael, der das ganz genau gewusst hat, dass in der Mitte keiner mehr ist. Vielleicht hätte er ihn blind zurückspielen können, aber auch der Schuss war richtig gut. Strebinger allerdings auch sehr konzentriert. Die Ecke wieder vorne. Michael, Kopfball, Ramsebner inklusive Foulspiel. Bewegung über der Linie gewesen sein. Kann schon mal passieren, wenn ein Linksfuß von der linken Seite mit viel Effekt eine Ecke tritt. Gorginger, Thunwald stellt sich, Petzos hilft. Ramsebner, Ramftl,
Auch der Pass kommt nicht. Der LASK mit viel Ballbesitz jetzt. Ganz anders als in der ersten Hälfte. Da war es eben andersrum. Da hatte Rapid an die 60% Ballbesitz. Jetzt ist es umgekehrt. Aber allzu viel Freude hat der LASK nicht, wenn sie so viel Ballbesitz haben. Das ist doch nicht ihr Spiel. Ihr Spiel könnte dann, wollte ich sagen, jetzt wieder beginnen, aber der Ball ist wieder draußen aus dem letzten Drittel. Ullmann sagt, vielen Dank für den schönen Pass, aber die Ballannahme war nicht so schön wie das Zuspiel. Dafür können die Linzer jetzt wieder voll drauf gehen beim Einwurf von Rapid. Und hier wieder ihre Stärken zeigen. Petzos, Michon, Hollands. War zwar anders geplant, aber kommt an, dieser Pass. Geuginger, Michon in Schussposition. Ein super Schuss war dabei in der ersten Hälfte. Ein starker eben vor ein paar Minuten in der zweiten. Und Oliver Glasner erkennt natürlich auch, dass dieses Spiel jetzt ganz anders verläuft als noch über weite Strecken der ersten Hälfte. Als das Pressing und Gegenpressing hervorragend funktionierte. Rapid stark unter Druck, defensiv mit großen Problemen. Dann wurde leicht adaptiert bei den Grünen. Fehlpass jetzt von Turnwald. Seither läuft viel besser für Rapid, auch wenn das Offensivspiel mehr oder weniger vernachlässigt wird. Aber hinten lassen die Wiener fast nichts mehr zu und warten auf ihre Konterchance. Und der Last kommt nicht mehr, wie gewünscht, vorne ins Gegenpressing rein. Ist natürlich auch selbst bei einer Mannschaft wie dem LASK eine Kraft- und Dynamikfrage. Bei Rapid fehlen also weiterhin Galvao. Bowling Goalie sowieso Schwelton, der ist zumindest wieder im individuellen Training. Santo Mocinic, Dibon, das ist sowieso bitter, diese verletzten Historie. Und nach längerem wieder mal Rapid in der Offensivbewegung mit Schobesberger gegen Bogatetz. Von Stefan Schwab, dann bringt Stefan Auer die Reingabe nicht. Geuginger, Michol, Ullmann, wieder Geuginger, wieder kein optimaler erster Kontakt und damit wieder kein Problem für Rapid, auch wenn Thanos Petzos jetzt schon den zweiten Fehlpass binnen weniger Minuten spielt. Der wirklich katastrophal war. Und was war das für ein eigentlich Nicht-Abschluss von Samuel Tete. In Rückpassmanier. Und auf der anderen Seite Quili Thaya. Jetzt ist er vorbei. Trauner kommt noch mal in den Zweikampf. Und das sehr erfolgreich. Und sehr fair auch noch.
Schobesberger wäre vielleicht weg gewesen. Und Trauner riskiert alles. Und gewinnt diesen Zweikampf im besten britischen Stil. Also doch keine Top-Chance für Rapid, aber die Ecke. Thomas Murk. Er lässt den Ball lieber raus. Flanke Thurnwald. Führt immerhin zu einem Abschluss von Vedo Berisha. So, das war jetzt auch die letzte Aktion von Thomas Geuginger. Zuvor Thurnwald auf Reto Berisha. Und jetzt der Wechsel beim LASK. Thomas Geuginger konnte sich heute auch in den 1-1-Situationen nicht wie schon so oft in dieser Saison entscheidend durchsetzen. Hatte auch zu wenig Raum, den er bespielen konnte, und für ihn Rajko Rep im Spiel. Ist zwar nicht schön, was Rapid hier spielt in der zweiten Hälfte, aber durchaus nachvollziehbar und effektiv. Auf den Fehler des Gegners warten. Ansonsten überlassen sie den Linzern hier das Spiel, weil sie wissen, dass das nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe ist der Mannschaft von Oliver Glasner, während wir hier Franco Foda durchaus konzentriert sehen. Der auch sieht, dass Goran Djuricin eine Idee hat, personeller Natur. Ja, wie eigentlich bei Murk ist auch bei Schobesberger heute nicht allzu viel gelaufen. Sichtlich hoch erfreut geht er raus und wird ersetzt durch Louis Schaub. Das LASK-Pressing nicht, weil es eben nicht mehr ganz so aggressiv durchgeführt wird. Was natürlich eine unglaubliche Laufbereitschaft erfordert, wenn das 3-4 Akteure dann auch noch zum selben Zeitpunkt machen müssen, muss das natürlich auch perfekt abgestimmt sein. Und das funktioniert natürlich zu Beginn eines Spiels besser als zu diesem Zeitpunkt, nachdem wir knapp 70 Minuten absolviert haben. Zwischen dem LASK und Rapid. Aber jetzt vielleicht die Konterchance. Der Ball muss jetzt kommen. Kommt viel zu spät und wird auch schlecht gespielt. Rep, TT, der das hier schön macht. TT, der das hier auch schön macht. TT, der Strebinger scheitert. Joao Victor wäre gerne angespielt worden, ist aber nicht passiert. Aber schon der Ausgangspunkt für diese Kontersituation, der war eigentlich dann nicht optimal genutzt worden vom TT. Da wäre der lange Ball für Joao Victor möglich gewesen, der dann alleine auf Strebinger zugelaufen wäre. Und das war dann schon ein paar Sekunden später. Der allerdings sehr schöne Sololauf von TT, ja, der sowieso, dann das schön gesehen, nochmal zur Mitte spielen wollte. So Leitner verzichtet auf ein mögliches Elfmeter-Foul. Strebinger hat mit dieser scharfen Passvariante natürlich gerechnet. Rajko Rep kommt wieder Schwung rein ins LASK-Spiel. Thomas Murk, apropos Schwung. Und dann bekommt er einen Schlag ab von Ramsebner ins Gesicht. War eigentlich gar nicht notwendig von Ramsebner. Gibt zudem die Gelbe für ihn. Das ist die 9. in der laufenden Spielzeit. Und
Platz. Damit ist nicht nur Quili Thayer für die nächste Runde gesperrt, sondern auch Christian Ramsebner. Und der LASK hat kein allzu einfaches Auswärtsspiel vor der Brust, nämlich jenes in Graz. Hier die bewusste Aktion von Ramsebner, Murk zu stoppen. Da hat er noch nicht sehen können, dass Quili Thayer ohne dies nicht den Ball retour spielen kann zu Murk. Hätte er das erahnt oder noch besser antizipiert, er hätte nicht Geld bekommen. Es gäbe keinen Freistoß für Rapid. Und beinahe die Chance auch noch für Sonnleitner, der hier natürlich noch versucht, an den Ball zu kommen. Foul, ja, liegt was nicht. Schor-Viktor gegen Auer. Rett verfehlt. Aber seit der Hereinnahme von Rajko Repp ist der LASK jetzt wieder präsenter im Spiel nach vorne. James Holland traut sich mal einen schwierigeren Pass zu, der nicht ankommt. Strebinger. Trauner erfolgreich gegen Georgi Quili Thayer. Wir nähern uns der Rapid-Viertelstunde. Weiter die Führung für die Gäste aus Wien. Es könnte schon wieder passieren, dass Oliver Glasner als Bundesliga-Cheftrainer ein Spiel gegen Rapid verliert. Ist ihm viermal passiert mit der SV Ried. Das könnte ihm das vierte Mal mit dem LASK passieren. Pogatetz, wie in allerbesten alten Zeiten. Fast wieder der Mad Dog Thomas Murk und dann kommt Pogatetz daher geflogen und angerauscht. Also viel höher hätte die Sohle jetzt auch nicht mehr aufgestellt sein dürfen, dann wäre es eine klare rote gewesen. Und so war es eine klare gelbe. Rustikales Zeichen, das Pogatetz hier gesetzt hat. Rums. Ja. Wie gesagt, einen gefühlten Millimeter mehr die Sohle aufstellen, etwas höher und es wäre zwingend rot gewesen. So denke ich, ist Bogotetz mit Geld wirklich gut bedient. Und man kann das gerade noch so durchgehen lassen. Thunwald. Jetzt diesmal mit dem Ball am Fuß, da ist der Ungefährliche, Trauner. Schöne Ball zunächst von Schor-Viktor, den Pass bringt er nicht an, Quili Thayer kommt in die Kontosituation, hat allerdings jetzt zwei Gegenspieler und dreht deshalb ab. Gute Idee, denn dadurch wäre fast dieser schöne Pass möglich gewesen. Und er wäre sehr schön, wäre er denn angekommen bei Louis Schaub, gespielt von Thomas Murk. Quili Thayer ist jetzt natürlich auch nicht der ideale Konterstürmer. Da wäre Schobesberger natürlich prädestinierter gewesen. Wieder ein Ballverlust des LASK, der vermeidbar schien. Gutes Tackling von Ramsebner. Aber Rapid kommt wieder an den Ball über Quili Thayer.
Murg. Thanos Petzos. Gartler wird gleich kommen. Wurde eben zum Wechsel geholt. Ja, wann? Will er den Ball im Spiel halten, dann geht er ein Riesenrisiko ein. Und Oliver Glasner ist nicht zufrieden in dieser Phase. Kann man natürlich nachvollziehen, versucht er immer wieder sein Team anzupeitschen, dass da nicht die Spannung verloren wird bei seiner Mannschaft, denn natürlich ist es fast unglaublich, ja jetzt schon geschafft, die Europacup-Teilnahme. Es geht im Prinzip nur noch, unter Anführungszeichen, darum, gibt es den dritten Platz, den vierten Platz und in welcher Runde steigt man ein? In der Europa League Quali. Michael, Rapid ist jetzt offen in dieser Situation und dann nimmt Stefan Auer das Gelb-Foul. Ich würde sagen, ein cleveres Foul. Denn damit hat er wohl eine wirklich gute Chance des LASK verhindert. Ist weit genug weg vom Tor, als dass man von einer großen Freistoßchance sprechen könnte. Und so kann er den Gegenspieler natürlich auch nicht verletzen, aber den Angriff stoppen, das Tempo rausnehmen. So gesehen, faultechnisch alles richtig gemacht. Außer der folgende Freistoß geht dann trotzdem rein. So, was geht da ab? An der Strafraumkante Veton Berisha mit James Holland. TT mehr der Schlichter. Das gefällt Berisha auch nicht. Gibt es für Eisner noch einen Grund, gelbe Karten zu verteilen? Für Bogatetz wäre es eher blöd. Gibt das übliche Gespräch, das der Schiedsrichter führt, um hier etwas die Emotionen runterzuschrauben. Prinzipiell wäre Gartler bereit für seine Einwechslung, aber da wartet man noch ab bei den Linzern, was dieser Freistoß hier einbringt. Was bringt er denn ein? Einen abgefälschten Schuss von Raiko Reb. Strebinger, der das Spiel schnell macht und den Konterstürmer Stefan Auer sucht und auch findet, der dann den Zweikampf verliert gegen Reinhold Ramftl. Für Gartler heißt es weiterhin, bitte warten. So, jetzt ist der Wechsel möglich. Emanuel Bogatetz geht natürlich auch stark gelb-rot gefährdet raus. Für ihn René Gartler. Im Abwehrzentrum links Ullmann, rechts Ramsebner. Nach der war nicht wirklich gut gespielt von James Holland, aber geht sich aus für TT.
Petzos. Und Einwurf Rapid. Großen Ausgleichschancen, die fehlen beim LASK. Dafür gibt es jetzt möglicherweise die große Chance auf die Entscheidung. Und dann entscheidet sich in diesem Fall Luis Schaub für die falsche Passvariante. Wäre genau auf die andere Seite viel leichter gewesen. Berischer. Einigermaßen viel Raum für Thomas Murg. Berischer zieht nochmal den Sprint an. Da kommt Bergmann. Noch 8. Die Siegesserie des LASK. Sie könnte heute an diesem frühen Samstagabend ein Ende nehmen. 7 Siege in Folge. Und wieder ein Fehlpass von Holland, der schon sehr müde wirkt. Thanos Petzos haut einen wieder raus. Diesmal der gute Pass auf Thomas Murg. Der wiederum nochmal mit dem Wechsel auf die rechte Seite. Quilitaia beim Abseits, beim Abschluss. Und zuvor die interessante Abwehr von Pavao Bergmann. Als ob er den bewusst mit dem Bauch gespielt hat, um den Ball schnell im Spiel zu halten. Ja, das war nicht clever von Sonnleitner. Denn die Freistoßposition ist nicht so schlecht. Den Zweikampf hätte er nicht in dieser Art und Weise führen müssen. Da blieb René Eisner nichts anderes übrig. Hier kommt er angerauscht, springt TT hinein in den Rücken. Vier Linzer stehen beim Ball. Oder Michel. Der war nicht schlecht, Stebinger. Muss den halten, macht er auch. Samuel Tete. Es gibt die Ecke für den LASK, die ist schon unterwegs. Jetzt eskaliert. Vorerst mal. Schau-Viktor wird gefault. Von Stefan Schwab, es gibt den nächsten Freistoß. Auch das korrekt gesehen vom bisher sehr gut pfeifenden René Eisner. Das alles 5 Minuten vor dem Ende. Reiko Repp überlässt Peter Michol. Da kommt er angeflogen. Es gibt die nächste Standardsituation. Sehr zum Unmut. Spezieller von Goran Djuricin. Michel und Repp wieder. Peter Michel. Er sieht unangenehm aus für Strebinger. Der das dann aber sehr gut löst. Dadurch kommt Rapid vielleicht sogar in den Konter. Murg hat keine Freude mit diesem Pass. Rapid weiter mit einigen falschen Entscheidungen im Spiel nach vorne, aber es könnte reichen heute. Weil der LASK nur noch ganz selten wirklich zwingend wird. Und
denke, für solche Spiele wurde der Arbeitstitel eben, das war ein Arbeitssieg. Benzin reicht für Rapid erfunden. Quilitaya, jetzt kann alles klar machen und er scheitert. An Pavard Perwan, da hat die letzte Spannung gefehlt. Vielleicht auch schon die Kraft bei Quilitaya. Beim Abschluss, der ist völlig fertig. Denn der musste ja auch einige Kontersituationen anstarten, weite Sprintwege gehen. Eben nicht sein Spiel. Der braucht die Kraft, um im Strafraum zuzuschlagen. Das, was ihm heute einmal gelungen ist. Und es dürfte reichen. Murk, Quilitaya, der wie so viele Spieler aus dieser Position mit dem Rechten das lange Eck wählt. Und damit hat Perwan gerechnet. Quilitaya kann wirklich nicht mehr. Das war's jetzt für ihn. Kuhn kommt. Also ein Spieler, der nicht nur vielseitig einsetzbar ist, sondern der natürlich auch seine Qualitäten in der Defensivarbeit hat. Die braucht jetzt noch ein paar Minuten für Rapid. Und dann wäre auch das vierte Saisonduell gegen den LASK erfolgreich bestritten. Also ausgerechnet der so starke Aufsteiger war für Rapid in dieser Saison der Punktelieferant. Hätten wir wieder den Turnaround im Kampf um Platz 3. Was das noch verhindern könnte. Ein Tor des LASK. In den finalen Minuten. Publikum versucht auch noch mal alles, um die letzten Kräfte bei ihren Spielern freisetzen zu können. Alle aufgestanden in der TGW Arena. Die Zuseher, die Tribut zollen diesem Team. Für diese herausragende Saison, für die Europacup-Qualifikation. Für eine sehr starke erste Hälfte. Die zweite war bemüht, aber nicht viel mehr. Weil Rapid dann doch geschickt verteidigt hat. Thomas Murk. Querpass kommt nicht. Der nächste Wechsel. Wir verabschieden unsere Nummer 23, James Holland. Und für die James Holland wird rausgenommen. Karius Diba, Ala. Und Ala jetzt neu im Spiel bei den Linzern, kommt zu seiner fünften Einwechslung. Wenn er zu seinem ersten Tor kommt, gibt es hier vielleicht doch noch ein Remis. Im Öffnungsschlager der 33. Runde. So, Ramsebner. Das muss gelb-rot sein. Das ist doch der Fall. Ja, ja, die suffisante Verabschiedung von Ramsebner bei René Eisner, aber da hat der Schiedsrichter aus meiner Sicht auch keine große Wahl. Das war ein vielversprechender Angriff für Rapid. Das war eine aktive Bewegung von Ramsebner, der hier den Gegner wegblockt. Und mit Geld bedacht gibt es hier nur eine Option für René Eisner. Und auch Rapid wechselt noch einmal aus dem Spiel. Die Nummer 19, Thomas Murk, und führt mit 31, Merck-Müldür. Klare aktive Bewegung gegen Louis Schaub. Sie erinnern sich noch an das erste Foul, das eigentlich unnötig war, aber natürlich auch gelb zur Folge hatte. Korrekterweise. So, noch ein Wechsel bei Rapid. Es war zwar nicht das Spiel des Thomas Murk, aber es wird ihm ziemlich wurscht sein, wenn am Ende die drei Punkte rausschauen. Armin Mujakic ist jetzt auch wieder mal dabei für ein paar Minuten.
So, die Nachspielzeit ist, wenn ich ehrlich bin, an mir vorübergegangen. Ich frage nochmal nach. 3 Minuten wird mir geflüstert, vielen Dank. Also lang geht's nicht mehr, das ist klar. 90 Sekunden noch. Hätte der Lask Zeit, aber es sieht eher nach dem zweiten Tor für Rapid aus. Jetzt nochmal der Ballbesitz für die Linzer. René Gartler, der gar nicht zur Geltung kam nach seiner Einwechslung. Dessen Vertrag ja nicht verlängert wurde. Große Umbrüche beim Lask ja nicht zu erwarten für die kommende Saison. Natürlich haben einige Spieler Begehrlichkeiten geweckt. Wie Michol, Geuginger, Ullmann. Jetzt Kuhn, der das lange Eck anvisiert und super genau trifft. Respekt für diesen Abschluss, Andreas Kuhn. Zweites Saisontor für ihn. Immer wieder von Verletzungen gebeutelt in seiner eigentlich noch relativ jungen Karriere. Und jetzt macht er das 2:0 hier und damit nun hat die Entscheidung ein paar Sekunden vor dem Ende. Andreas Kuhn und Oliver Glasner wird sich denken, wieso verliere ich jedes Mal gegen Rapid? Also aus dieser Position den Ball ins lange Eck reinzujagen. Das funktioniert eben nur dann, wenn der Abschluss ganz genau passt. Schönes Tor von Kuhn zum Abschluss in diesem Spiel. Das lange Zeit, zumindest sagen wir in der ersten Hälfte, in eine andere Richtung lief. Und das jetzt am Ende Rapid als Sieger bekommt. Damit ist die grün-weiße Welt in Sachen Tabellenplatz 3 wieder in Ordnung. Nach dem Rückschlag gegen Sturm. Gewinnt Rapid in Pasching und beendet damit die beeindruckende Siegesserie von Oliver Glasner und seiner Mannschaft. 7 Siege in Serie. Heute gibt es wieder mal eine Niederlage gegen eine Mannschaft von Goran Djuricin, die in der ersten Hälfte gewaltige Probleme hatte. Da wurde in der ersten Hälfte allerdings auch richtig reagiert von Djuricin und dem Betreuerteam. Kleine Umstellungen, die auch dazu beigetragen haben, dass Rapid besser in die Defensivarbeit hineingekommen ist. Offensiv ist lange Zeit nichts zusammengelaufen. War aber dann egal, weil Willi Thayer durchaus effizient agiert hat mit dem 1:0, nachdem Rapid über die linke Seite mal durchgekommen war. In der zweiten Hälfte hat es dann Rapid recht clever gelöst, hat dem Lask den Ballbesitz überlassen. Die Linzer wiederum haben damit nicht allzu viel anfangen können, hatten nicht mehr die Power für das Pressing, für das Gegenpressing, sind dementsprechend nicht mehr so gut im Angriffsdrittel in Szene gesetzt worden und haben sich nicht mehr so behaupten können, wie noch speziell in der ersten halben Stunde in dieser Begegnung. Folgerichtig waren wenige Torchancen dann, die wir hier beobachten konnten. Peter Michael, der es ein, zweimal versucht hat, mit scharfen Schüssen Strebinger in Bedrängnis zu bringen. TT, der auch in Erscheinung getreten ist, aber eine richtige große Chance auf den Ausgleich hat es in dem Sinn nicht gegeben. Und so war Rapid zumindest in der zweiten Hälfte clever und hat dann am Ende noch das 2:0 gemacht. Aber sehr wichtig natürlich für Rapid heute das 1:0. Georgi Kvilitaja, den wollen wir jetzt hören bei Jörg Kühne. Ja, waren Rapid und Georgi Kvilitaja heute einfach clever und effizient? Ja, war ein sehr schwieriges Spiel heute. Lask really, they start really good. And so important 3 points we take today and we are happy that we are again third in the Bundesliga now. Also ein sehr, sehr schweres Spiel gegen einen starken Lask und natürlich ist man jetzt sehr zufrieden mit den 3 Punkten und dem 3. Platz. Sein Tor ist ja geradezu überraschend gekommen. Your goal in first half was nearly a surprise. Ja, das war
wirklich nicht hundertprozentige Chance für Tor, aber wichtig ist Ball rein und 1-0 und nach 2-0 wir haben gewonnen heute. Was haben Sie für ein blödes Foul gemacht? Sind Sie gegen Salzburg gesperrt? Ja, das war wirklich ein blödes Foul von mir. Brauche nicht, keine Kontratak, nichts da und fünfte gelbe Karte und wirklich, ich bin sehr schade, dass ich kann nicht spielen gegen Salzburg. Aber der Bitt hat gewonnen. Dankeschön, Björn. So, wieder zurück in der TGW Arena. Oliver Glasner enttäuscht nach diesem Spiel. Zuvor haben wir einen durchaus selbstkritischen Georgi Kvilitaja gehört, der natürlich auch selbst weiß, dass sein Fall wirklich blöd war. Oliver Glasner wird andere Sorgen haben. Ich denke auch gar nicht so statistischer Natur, aber Ihnen, liebe Zuseher, wollen wir die Zahlen natürlich nicht vorenthalten, die da zusammen gesammelt wurden. Der LASK also offensiv durchaus präsent, aber überhaupt nicht effizient. Sehr zweikampfstark und was hilft am Ende heute? Genau nichts. Weiter Rapid in der ersten Hälfte ein spätes und sehr wichtiges Tor gemacht hat. In der zweiten Hälfte wieder ein sehr spätes erzielen konnte und damit diesen Sieg klar gemacht hat. Das bedeutet für die Tabelle, dass Platz 3 wieder da ist für Rapid. Dass die Grünen also wieder mit viel Schwung reingehen können in das Heimspiel gegen den designierten Meister, gegen Red Bull Salzburg. Die Salzburger morgen ja noch im Einsatz gegen Sturm. Alle anderen Partien folgen in Kürze, aber zuvor melden sich natürlich gleich für Sie im Studio Martin Konrad, Walter Kogler und Andi Herzog von Stabler Unterhaltung. Für mich gibt es ein Auf Wiedersehen aus Pasching. Wie verdient ist der Sieg von Rapid? Ich denke, der LASK war die ersten 20 Minuten klar die unangenehme Mannschaft, aber im Endeffekt aufgrund der zweiten Halbzeit und wie Rapid dann auch aufgetreten ist, relativ wenig hundertprozentige Torchancen zugelassen mit einer neu vermehrten Abwehr, ist der Sieg für mich eigentlich von Rapid auch verdient. Also ich denke, Gogo Djuricin hat heute sehr viel richtig gemacht. Erstens haben wir mit Ljubicic in der Innenverteidigung von Beginn an, dann nach 20 Minuten gleich die Außenverteidiger gewechselt, wo Rapid eben dann auch sicherer geworden ist. Und dann auch mit der Hereinnahme mit Schaub hat man dann auch die zweite Halbzeit nach vorne um einiges besser gespielt. Man hat dann die Kontermöglichkeiten auch besser ausgespielt wie in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die Linzer auch durch den hohen Aufwand müde geworden sind. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist es auch für mich alles okay so. Walter, wie bewertest du den LASK? Ja, an und für sich sehr, sehr stark begonnen, aber in dieser Phase nicht in der Lage gewesen, ein Tor zu erzielen. Und Rapid hat sich immer besser dann auf das Spiel des LASK eingestellt. Das 1-0 durch Kvilitaja hat natürlich Rapid in die Karten gespielt. Damit musste der LASK zweite Hälfte noch mehr riskieren. Aber es war heute Rapid ein ganz starker Gegner. Sie haben in der Defensive wenig zugelassen. Und der LASK hat sich so mehr oder weniger heute die Zähne ausgebissen. Ja. Apropos erstes Tor, Kvilitaja, 41. Minute. Werfen wir einen Blick drauf. Es war einer der seltenen Angriffe. Davor gab es zwar einen Latten. Schuss von Bezos, aber ansonsten in der Offensive Rapid in der ersten Hälfte kaum zu sehen. Schobesberg auf Turnwald, der also über die linke Abwehrseite nach vorne geht. Murg steigt drüber und Kvilitaja mit dem 1-0. Ja, eine der wenigen Möglichkeiten, die Rapid in der ersten Hälfte vorgefunden hat. Und hier vor allem Murg macht das sehr, sehr gut. Dadurch, dass er über den Ball springt, ergibt sich eine neue Situation und Kvilitaja ist der, der am schnellsten reagiert. Ja, und mit diesem 1-0 konnte dann also auch Rapid in der zweiten Hälfte das Spiel offen halten. Es gab dann gegen Ende noch einen Platzverweis für Rams eben und dann in der Nachspielzeit das 2-0 durch den eingewechselten Andreas Kuhn. Der kam für Kvilitaja und erzielt hier den Endstand. Präziser Abschluss, würde ich mal sagen. Zweite Saison. Man hat gesehen, dass die Linzer da schon extrem müde waren. Eine schnelle Spielverlagerung. Kuhn frisch, nimmt sie den Ball gut mit, schießt ins lange Eck von einem Winkel, wo ich vielleicht denke, dass man den, weiß jetzt nicht, ich bin nicht unbedingt der Tormann, dass man den vielleicht auch. Walter auch nicht, was ich mir erinnern kann. Nein, aber es hat halt heute sehr viel für Rapid zusammengepasst, für die Linzer nicht, obwohl der LASK sehr, sehr viel investiert hat, haben sie sich nicht belohnt und wie ich schon gesagt habe, die Rapidler haben heute sehr intelligent gespielt, defensiv sehr stark und durch das geht das Ergebnis auch okay. Genau. Ist dann ja auch aufgegangen für Rapid und für den LASK natürlich kann man wieder mal festhalten, Rapid bleibt eben der sogenannte Angstgegner. Denn alle vier Spiele gingen an die Wiener. Also man ist punktelos geblieben in dieser Saison, in dieser Aufstiegssaison beim LASK. Insgesamt gab es 4 Heimniederlagen bisher und die Hälfte, also beide Heimspiele gegen Rapid. Zuletzt ist das dem LASK passiert vor 40 Jahren.
alle 4 Spiele gegen Rapid verloren. Und Oliver Glasner bleibt dabei, hat 8-mal als Trainer gegen Rapid antreten dürfen. Mit Ried und eben mit dem LASK und hat 8-mal verloren. Eine derartige Serie ist zuvor noch keinem Trainer seit Gründung der Bundesliga passiert. Ja. Unangenehm. Ja, ist unangenehm, aber ist vielleicht einer der wenigen Makel, die er in seiner Trainerlaufbahn bis jetzt hat. Ja, ich glaube auch. Anni, du schmunzelst. Nein, nach der Saison ist es natürlich irgendwie ein bitterer Beigeschmack, aber ich denke, das kannst leicht wegstecken, keine Frage. Ich denke, wenn er wir wollen jetzt nicht drüber reden, wann ihm das vielleicht nächstes Jahr für Salzburg passiert. Wär's nicht so. Gut, dieses Thema wollen wir jetzt vielleicht dann doch nicht so vertiefen. Genau. Oliver Glasner ist der LASK-Trainer, Marco Rose Salzburg-Trainer. Heute gab es aber einen Sieg für Goran Djuricin. Schöne Woche übrigens für den Rapid-Trainer. Vertragsverlängerung und 3 Punkte. Ja, Kühne mit den beiden Trainern. Ist Goran Djuricin heute, abgesehen vom Resultat, zufrieden? Ja, wir haben eine fast neu formierte Verteidigung gehabt, also deswegen haben wir LASK auch kommen lassen heute. Es war uns wichtig, dass wir mal kompakt stehen von Anfang an. Es war heute keine Glanzleistung spielerisch, aber wir waren effizient und ja, LASK hat uns alles abverlangt, was es nur gibt heute. Sehr intensives Spiel, wie gesagt, wir waren effizient und haben die Tore geschossen im richtigen Zeitpunkt. LASK hat erste Halbzeit die eine oder andere Chance gehabt. Wir haben einen Lattenschuss gehabt. Ja, spielerisch, wie gesagt, war es Durchschnitt, aber wir haben gewonnen. Und es ist sehr wichtig, dass wir da 3 Punkte geholt haben. Und wie sieht der Mann mit dem nur einen Makel in seiner Karriere, dieses Spiel, Oliver Glasner? Wie hat man aus dieser fast überragenden ersten Hälfte nichts machen können? Ja, ich bin eigentlich mit dem gesamten Auftritt sehr zufrieden. Wir haben waren überlegen, haben uns viele Chancen herausgespielt. Auch zweite Halbzeit mit Peter Michal, wo Strebinger den aus dem kurzen Kreuzeck rausfischt. Dann beim Freistoß ist er wieder da. Dann ein Stangelpass vom Joao Victor, den er überragend hält, Strebinger, weil innen Tete schon wartet oder umgekehrt Victor auf das, dass er nur reinschieben will. Wir sehen viele, nebenbei die Chancen des LASK. Ja, das war noch erste Halbzeit, aber auch zweite haben wir genügend gehabt. Und sind heute halt an Strebinger auch gescheitert und genau, also das war für mich ein unglaublicher Safe. Ja, wir können uns nichts vorwerfen, wir haben alles probiert und haben es Rapid sehr, sehr schwer gemacht. Sie waren heute effizient und das müssen wir auch so akzeptieren. Und ja, nach 7 Siegen in Serie, dann kann man so eine Niederlage auch einmal wegstecken, auch wenn es mir innerlich schon sehr wurmt. Wo war der Hunger, der von Ihnen angesprochene Hunger in der ersten Hälfte? Was waren Gesprächsthemen in der Halbzeitpause nach dieser 1-0-Führung, nachdem der LASK eigentlich doch überlegen war? Ja, wir waren vielleicht nicht so aktiv, aber wir haben gesagt, unser Plan war, wir lassen sie kommen. Wir stehen eher tiefer und kompakter. Ja, die ein, zwei Chancen, die wir gehabt haben, die eine haben wir ja genützt. Und ja, es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben gewusst, dass das bis zum Schluss knapp wird. Und ich glaube, wir haben sich das dann gut eingeteilt. Zweite Halbzeit waren wir dann im Konter sehr gefährlich. Hätten vom 2-0 auch schon das 2-0 machen können. Wie Oliver gesagt hat, wir waren einfach effizienter heute. Andi Herzog, Oliver hat im Studio gesagt, der Sieg von Rapid geht in Ordnung. Wollen Sie dazu was sagen? Nein, ich denke, jede Mannschaft, die gewinnt, hat sich das dann auch am Ende verdient, weil sie heute Tore gemacht hat und wir nicht heute. Und ja, ist natürlich, aber wir haben heuer so viele positive Statistiken gehabt und wenn ich jetzt einmal eine sehe, dann können wir auch mit einer negativen auch einmal ganz gut leben, dass wir alle 4 Spiele gegen Rapid verloren haben. Wie gesagt, wir hätten uns was anderes vorgenommen, aber ich möchte überhaupt oder kann überhaupt kein Spieler was vorwerfen. Sie haben alles rausgehört, was drinnen war und hat halt heute nicht gereicht. Und dann werden wir es nächstes Jahr wieder probieren. War Platz 2 Thema vor diesem Spiel? Ach ja, im Umfeld schon, bei uns selber sehr, sehr, oder eigentlich überhaupt nicht, weil wir uns wenig mit der Tabelle beschäftigen, sondern und deswegen kann ich auch heute mit dem Ergebnis gut leben, weil die Leistung in Ordnung war. Ja. Wir haben das Spiel wirklich, haben sehr, sehr viele Torchancen auch im 16er rausgespielt, dass halt auch Rapid dann die Qualität hat, einmal vielleicht zu 2-3 Torchancen über 90 Minuten zu kommen. Das ist selbstverständlich, aber heute mit der Leistung, also ich gehe heute sehr, sehr ruhig schlafen. Haben Sie vor, Goran Djuricin den 3. Platz nochmal herzugeben? Auf keinen Fall, aber wir haben nächste Woche Salzburg, wir wissen, wie schwer das ist. Aber wie gesagt, wir haben heute gegen die beste Frühjahrsmannschaft gespielt, die mit einem mega Selbstvertrauen hierher gekommen sind. Und ja, und wir haben uns gestern eingeschworen auf dieses Spiel. Wir haben gesagt, wir wollen uns den 3. Platz zurückholen und freut mich sehr für die Mannschaft, dass sie da die Initiative ergriffen hat und dass wir heute so ein Tempo gehen haben können. Apropos Salzburg, Thema erledigt. Sie dürften gar nicht hin, Oliver Glasner. Danke für das Gespräch, den beiden Trainern. Retour zu euch.
Ja, müssen wir vielleicht noch nachtragen. Jürgen Werner, der sportliche Berater und der Mastermind beim LASK, hat in der Pause im Sky-Interview zwar bestätigt, dass es eine Ausstiegsklausel für Oliver Glasner gibt, aber im Sommer ist das kein Thema. Er muss unter Anführungszeichen LASK-Trainer bleiben, hat dort auch einen Vertrag bis 2022. Andi, du wolltest noch was sagen? Nein, ist kein Problem. Der Herr Kühne versteht und nicht unbedingt das, was ich meine im Fußball. Es ist im Endeffekt schon der Sieg, wenn es zwei Tore schießt, auswärts gegen einen guten Gegner irgendwie verdient, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie die Leistung, so wie seine Frage war, oder seine Frage an Oliver Glasner war, so wie wenn ich gesagt hätte, das war ja absolut verdient, weil der LASK schlecht war, das habe ich nie behauptet. Das war die Überschrift. Das war die Überschrift von Ihnen, ich werde mit Ihnen beim nächsten Mal ein Hühnchen rüpfen. Genau, so wie sonst Hans Krankl mit uns macht, wenn wir ihn nicht richtig Das weiß ich zitieren. Nicht, aber... Ja, das kann man also so festhalten. Kann man es vorstellen. Ja, genau. Also, wir haben es gesehen, wir können es auch jetzt nochmals uns bildlich vor Augen halten, dass also das erste Spiel heute in dieser 33. Runde mit 0-2 für den LASK gegen Rapid verloren geht. Jetzt folgen drei Spiele in Konferenz oder einzeln. Morgen dann Salzburg gegen Sturm. Und in der Tabelle vor diesen drei Samstagabendspielen sehen wir also, dass Rapid wieder den dritten Tabellenplatz zurückholt und deshalb im Moment eine Runde später in der Europa-League-Qualifikation einsteigen würde. Und zwar einen Zähler vor dem LASK. Aktuell der LASK auf Platz 4. Ja, und Sturm hat den zweiten, also den Champions League Qualifikationsplatz, wie es aussieht, abgesichert. Und am Tabellenende sehen wir St. Pölten. Wenn die Mannschaft heute nicht gewinnen sollte gegen Wolfsberg, ist der 10. Platz einzementiert.